Einen wunderschönen guten Tag für die YouTube-Zuschauer. Die Twitch-Zuschauer, die brauchen noch ein paar Minütchen, würde ich mal vermuten. Oh ja. Kauft mehr Perspektiven. Lül. Das ist jetzt die richtige hier. Junge, Junge, Junge. Hier kam gerade eben noch eine E-Mail rein. Von einer Stunde. Krank, Alter. Einen wunderschönen guten Tag miteinander, geliebte Brüder und Schwestern. Es ist einfach nur ein Traum, Alter. Es ist ein verdammter Traum. Schön, euch alle zu sehen. Seid gegrüßt. Ey, der Kong ist sogar schon wach, ich weiß es nicht. Luki, danke für den 4. Sub. Und Theo Rodeo, danke für den 10. Medal. Medal miteinander. Stabiles Outfit, vielen Mast da. Tante Marke, danke für den 8. Monat. Mehr Melkmaschinen. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Jeder von euch hat einen Mund und kann eine werden, so ist es nicht. Der sucht die, Alter, ich weiß nicht, ich hab mich jetzt frisch gezwungen, das Ding anzuschmeißen. Ich bin schon wieder verpennt. Diese Wärme in dem Zimmer macht mich fertig. Also ich wache immer auf und bin einfach am Arsch. Brauche 5 Stunden, um wach zu werden. Aber ist egal. Mir geht's gut, wenn ich euch hier sehe. Wenn ich das hier hinter mir sehe, diesen ganzen Unrat, der hier dringend ausgepackt werden muss. Und ich freue mich jetzt auf die letzten Designs. Das müssen wir jetzt auch dringend mal wegkriegen. Hat viel zu lange gedauert hier. Das ist echt, das geht gar nicht. Das ist peinlich, Alter. Kannst du nicht bringen, sowas hier. Also 5 Tage haben wir hier mal kurz hier diese. Und meinem Hals geht es wieder einigermaßen gut. Ich hoffe, das ändert sich jetzt auch nicht nach 3-4 Stunden. Ich würde heute gerne mal ein bisschen länger streamen. Duck Live YouTube, danke noch für den Resub. Moin, moin, ebenfalls. Und ich habe jetzt auch mal mir gedacht, 15 Uhr mal zu streamen statt 13 oder so, weil wirklich viele sich aufgeregt haben. Ja, ich bin auf Arbeit, ich bin in der Schule. Ja, es ist immer jemand auf Arbeit, egal in welcher Uhrzeit. So, das ist. Es ist. Und die Leute, die dann halt zu Hause rumsitzen und niemand ist live, die freuen sich halt, wenn ich mal um 12 oder um 1 komme. So, wisst ihr? Ist halt immer nicht so einfach. Junge Meister August, das. Taco, vielen Master für die Bits. Schickt mir Marmorkuchen. Nee, das ist von der Oma gebacken, Alter. Das ist ein Traum. Es gibt nichts Schöneres auf dieser verdammten Welt. Das Stück und ein kleines habe ich noch da. Dann ist es schon wieder alle. Muss ich wieder warten. Bisschen Respekt. Die Story ist online. Wunderschön. Wunderschön, du. Deine Meinung zum Fight, Alter. Ich habe noch 2 Kisten, habe ich da, Meister August. Ich habe gestern ein Bild auf Twitter hochgeladen. Von 2 Männern, die sich sexuell sehr nahe stehen, sag ich mal so. Also nicht von mir und dem Kong. Einer war etwas, ich sag mal, Ebony and Ivory gab ich unter anderem ein, um auf dieses Bild zu kommen. Auf dieses Bild zu stoßen. Ich meine, dieses Bild zu finden. Ach Mann. Das habe ich bei Twitter gepostet, um den Kampf halt zusammenzufassen. Aber das war halt, also vorhin, als ich mir angucken wollte, das Feedback einfach nicht mehr online. Habe auch keine Meldung bekommen, dass es entfernt wurde. Das ist einfach weg. Gut, also da haben die Herren sich nackt umarmt, also wirklich ganz nackt, so hat man auch alles gesehen. Und das war für mich eigentlich die perfekte Zusammenfassung dieses Kampfes. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll, außer dass ich wegen dieser Scheiße erst 6:30 im Bett war. Ja. Aber wenn ihr es gut fandet, dann gönnt euch mies. Süß Trax, danke für den 17. Monat, Alter. Vielen, vielen Master. Das ist wild. Niklas Dynamo, danke für den 10. Monat. Und Lukas, danke für die 200 Diamanten. Wieso wählt ihr Ossis die CDU? Ja, du darfst nicht vergessen, dass es auch sehr viele ältere Menschen gibt, ohne Internet etc., die gar nicht mitbekommen, was sich so in den letzten 5 Jahren tut und diese ganzen Sachen, diese ganzen Punkte, die uns jungen Menschen zu großen Teilen die CDU unsympathisch machen,
davon kriegen die Leute doch gar nichts mit. Die werden ihre Stammwählerschaft nicht verlieren. Also jedenfalls nicht in den nächsten 10, 20, 25 Jahren. Das ändert sich nie. Wie heißt du auf Twitter? Ich glaube Max Adlersohn. Bin ich nicht irre. Dann geht's wieder zum Glockenspiel. Wenn es nicht regnet, in Strömen am Sonntag, sag ich, am Donnerstag. Afro-Man, oh, FKO, Junge, der einzig wahre. Da gibt es 9. Monat SARS und Dr. Salmonello ebenfalls vielen Arsch. Muss los, danke ebenfalls. Siehst schon, kommen nach diesem Stream kommen Unmengen an jeden Tag Marmorkuchen. Nee, bitte nicht irgendwelche miesen Kuchen, das kannst du da alles nicht essen. Also teilweise kannst du das Zeug schon essen, aber so ein Kuchen für 99 Cent, sorry, das ist dann halt einfach nicht schmackhaft. Ich esse selten Kuchen, ich esse eigentlich nie Kuchen, außer wenn ich mal wirklich irgendwo in einem Café sitze und Bock hab. Ich esse eigentlich sowas nur von meiner Oma. Bin ich auch wählerisch. Aber gut, nee. Schick das Zeug. Ich kenne so viele Leute, die dringend dicker werden müssen. Also. Alter, Meister August, warte noch bitte die Antwort vorher ab. Dann. Wir hatten jetzt eigentlich gewonnen, das habe ich auch nie mehr mitbekommen, irgendwie. Irgendwie keiner. Dann gibt es wieder eine Mindestparty. Wann, das kann ich natürlich nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall welche geben. Ich habe mit mehreren Personen diesbezüglich schon gesprochen. Und, ist halt eine Frage der Zeit, wenn es keinerlei Regulierung mehr gibt, geht es halt wieder los. Also ich veranstalte keine Partys, wenn da auch nur man irgendwas mitbringen muss, als Nachweis, dass man gesund ist oder so. Warte ich lieber noch ein Jahr ab. Naja. Elfire.de für den dritten Monat. Der Kong hätte jetzt vorgelesen, Elfriede. Sorry, geliebter Bruder, dann macht mal was gegen die Rentner. Oh, Junge, Alter, Lukas, ich distanziere mich ausdrücklich von dem Vorgehen gegen die Rentner. Das müsst ihr alle selber machen. Einfach mal zu Oma und Opa gehen und denen mal erklären, was Phase ist. Wenn ihr das natürlich wisst. Aber naja. Wer soll denn das sonst machen? Meine liebe Oma, du darfst die CDU nicht mehr wählen. Sonst haben die ganzen YouTuber, die ich gar nicht gucke, Probleme wegen Artikel 13 und 17. Weißt du? Und der Rezo hat auch so ein Video gemacht, der hat die komplett zerstört. Ich verstehe nicht. Was ist denn das für ein Cringe, dass du die überhaupt noch wählst, ey? Was meinst du, mein Sohn? Mein Enkel? Ich habe keine Ahnung. Es geht mir eigentlich hier um die Benzinpreise und... Ach Quatsch, es gibt Wichtigeres. So muss so ein Gespräch ungefähr aussehen. So muss es ungefähr aussehen. Ich war letztens erst am Glockenspiel. Die Energie, die mich dort durchströmte, war massiv. Oh, geil. Sowas lese ich gerne. Sowas lese ich echt gerne. Bist du freitags auf? Nee, Donnerstag. Schlimm eigentlich, aber ja. Christian, wie ist meine Diamanten? Gisela am Donnerstag, Hausverbot leider. Mich mehrmals mit den Inhabern in anderen Etablissements, ich sag mal, angelegt. Aber viel Spaß beim Feiern. Max, dass der Weißabgleich ständig versagt, liegt daran, dass du immer ins Gegenlicht filmst. Ja, ich weiß, es ist schwierig, anders einzurichten in diesem miesen Wohnzimmer. Das war auch vorher offiziell so geregelt, dass es keinen Sieger gibt, außer durch K.O. Ja, dann soll doch mal einer in K.O. hauen, verdammt nochmal. Meister August, bitte keinen Stress, ich bin völlig überfordert. Franco, ich grüße dich. Peter und Jens, Mahlzeit.
Ja, hier kommt keiner zu spät. Ganz entspanntes Gequatschen erst am Anfang hier. Kommt die Sony Black 2 Box aus Unboxing? Selbstverständlich. Winkel, ich grüße dich. Frau Carolina, ich kaufe gar nicht. Ich lasse mir alles immer noch schicken. Wenn irgendwann mein Haus in der Packstation sein sollte, nehme ich es dankend an. Hypersensibel, Shoutout an die Insta-Story des Kongs. Jan, danke für das halbe Jahr. Das Glockenspiel spendet Schatten in erotischen Momenten mit dem Gatten. Das Glockenspiel ist perfekt, weil dort kann man sich vor starker Sonne schützen. Dort kann man sich schön hinsetzen. Absolut geiler Ausblick, gute Anbindung. Hinten ist der Lidl und dann die Bahnen. Und wenn es regnet, ist man da auch geschützt. Also es gibt einfach nichts Besseres als ein... Was ist das Glockenspiel eigentlich? Luca fragt, welchen Schulabschluss hast du erworben? Ich habe meine Doktorarbeit von meinem Opa schreiben lassen. Winkel, danke für das ganze Jahr, Alter. Und Mr. X-Player, danke für den ersten Sub. Bist du ein Messi? Ja, ich sammle diese ganzen Sachen und hebe die hier auf, weil ich das alles so geil finde, diese Scheiße hier rumstehen zu haben. Ich finde es richtig geil. Ich habe das auch gerne hier stehen und ich will mich davon auch überhaupt nicht trennen. Ne? Ich bin der größte Messi, den du dir vorstellen kannst. Was ist der Vorname von Metenvieh? Fati. Hey, Topfkratzer, ich bin doch nicht schlecht gelaunt. Wieso soll ich schlecht gelaunt sein? Hä? Ich bin einfach nur fertig. Ich muss erstmal rehydrieren. Ich habe schlecht geschlafen, muss ich gestehen. Aber ich bin da nicht schlecht gelaunt, verdammt. Ganz im Gegenteil. Ich finde es schön, hier mit euch meine und eure kostbare Lebenszeit zu vergeuden. Soeben das neue Video reingerendert. Schön zu sehen, wie das Mädchen immer mehr aufblüht. Das. Oh, Junge. Bruder. Tampon Lollipop, danke für die 8 Monate. Kann man dir noch was schicken? Ja, allerdings. Achso, meinst du jetzt die Designs oder meinst du jetzt irgendwelche Pakete? Beides kann man noch schicken. Ja. Ruiner Wonkel, danke für die 100 Diamanten. Komm mal regelmäßiger online, du Hund. Nein, 2-3 Mal die Woche. Da bekommt jeden Tag ein Video. Verdammt nochmal, ihr Ratten. Wann kommst du nach Wien? Erstmal wird der deutsche Norden mit dem Mädenvieh bereist und nach Wien. Ich wüsste jetzt nicht, wer da sonst mitkommen soll und alleine mache ich es nicht. Also, das könnte noch ein bisschen dauern. Wie sieht es mit dem Alkoholkonsum aus? Ja, ich habe Freitag echt übertrieben und jetzt geht es mir wieder gut. Oh, ich hatte 2 Tage schon wieder hier Magen-Darm-Probleme. Wenn man das einmal so komplett wieder übertreibt, dass man sich bis zur Besinnungslosigkeit zulaufen lässt, dann ich bin alt, Alter, das verfolgt mich jetzt schon mehrere Tage. Das geht mir auf die Eier. Bis Donnerstag bleibe ich jetzt clean. Ah nee, warte mal, ich habe doch gestern ein Bier getrunken. Vom Schlafen, scheiße. Junge, ich wollte gerade sagen, ja, ich bleibe jetzt, mache mal so 5-6 Tage Pause. Und oh Mann, ich habe ja technisch gesehen heute um 5 erst ein Bier getrunken. Ich bin nämlich das allerletzte, Alter. Rammstein Statement, ich freue mich auf den 15.05.2022. So schwer. Boah, Junge, wie finde ich zu Hammer auf jetzt, Alter. Oh. Ich distanziere mich ausdrücklich von dem Video, dass der Onkel autonom ist. Der Mann hat mich nämlich schon gebeten, das rauszunehmen, aber ich kann es ja nicht rausnehmen, weil ich es ja nicht hochgeladen habe. Das ist dem absolut legendär, Alter. Oh, meine Leber sieht aus wie mein Gesicht. Wie viel Kilo wiegst du? Ich glaube 84 gerade. Bald könnte es wieder Flohmarkt, sein. In den meisten Städten des Milan-Betreibers gibt es schon wieder welche. Ja, aber nur mit Maske und negativen Test und sowas. Und das, ja, da warte ich halt lieber ab. Also selbst wenn es ein Jahr dauert, warte ich lieber ab. Das ist ja kein richtiger Flohmarkt. Das ist ja furchtbar bei 30 Grad. Das tue ich den Leuten nie an. Also, und mir selbst das recht nie. Gestern erst dachte ich, den Max am Glockenspiel zu sehen, aber der junge Mann hatte eine... Hä?
Oh, vom heutigen Video das Whisky-Vieh. Weißt du nun, wer die teuren 5 Flaschen plus die 6 Euro Pulle Wodka geschickt hat? Oder hast du eine Vermutung, geliebter Onkel? Nee. Weder noch. Weder noch. Es gibt einen 8i-Discord-Server beim Kong. Der Kong hat einen eigenen Server. Da kann man sich gerne vereinigen. Aber ich habe keinen und ich werde mir auch keinen zulegen. Ja, genau, der Code hat es ja schon reingeschickt. Pets! Der Pets-Merch, der wurde abgelehnt. Der, den wollte ich wirklich in Kooperation mit Manuri bei Seachot hochladen, aber die haben den einfach abgelehnt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Mimosch, vielen Arsch. Ja, es ist gut für den Algorithmus. Ich muss mir mal irgendwelche Sachen ausdenken, die mehr Kommentare oder mehr Chatnachrichten generieren. Das ist ein alter Trick, den habe ich damals schon bei den Unboxings auf YouTube, hier von diesen Rap Deluxe Boxen genutzt. Das hat immer keiner verstanden. Das ist, war ein Geniestreich. Und zwar habe ich immer absichtlich irgendwelche Sachen falsch ausgesprochen oder einfach völlig falsch erzählt. Und ich wusste genau, dass es dann locker 300, 400, 500 Kommentare gibt, die mich berichtigen, beleidigen oder was weiß ich. Und das hat früher in den alten YouTube-Algorithmus halt noch übelst krass reingespielt. Weil da ging es halt auch darum, wie viele Kommentare so ein Video bekommt, also Interaktion. Und ja, wenn jetzt hier irgend so ein Faktor ist, der anders ist, zum Beispiel läuft da hinten irgendein Video, dann schreiben direkt Haufen Leute mehr Sachen rein. Das ist Wissen. Ihr könnt bald meine Online-Kurse buchen, wenn ihr ein erfolgreiches Online-Business aufbauen wollt. Nur 7.000 Euro die halbe Stunde. Bitte den mageren Marmorkuchen ächzen. Henry, das ist ein edler Tropfen, das kann man doch nicht einfach ächzen hier. Also Junge, das ist von der Oma gebacken mit Schweiß, bedeckter Hand. Mm. Mm. Italien oder Türkei? Wenn es um die großen Städte geht, auf jeden Fall Türkei, auf jeden Fall Italien, was die Geschichte angeht und diese Großstädte, das ist einfach nur wunderschön. Aber was Strand und sowas angeht, würde ich eher sagen die Türkei. Aber Italien ist ja auch sehr vielschichtig, also wenn man ganz oben anfängt und dann nach ganz unten geht, Italien bietet ja auch viel mehr, das kann man jetzt nicht so vergleichen, finde ich. Bei den Brödli gibt es aktuell 20% Rabatt. Alter, als ob. Das Maul. Verdammtes Maul, Alter. Warum lese ich das auch noch vor? Oh Mann, ey. Hast du das Buch von Raf Camora bestellt? Ach Junge, hier stehen 6 Bücher in meinem Regal, die ich mir alle als Sympathie zu den Autoren bestellt habe, aber noch nicht eins davon gelesen habe. Ey, Bedas, Alter, denk für dein ganzes Jahr. Vielen Mastdarm. Warum nur bis Donnerstag? Weil der Enrico da irgendwie frei hat und gesagt hat, er muss gesoffen werden. Wir müssen dringend mal wieder einen Sufflock bringen und ja, ich habe so viel Sangria hier stehen. So sieht's aus. Die Foxy P, das ist eigentlich Blödsinn. Wenn ein Paket zu groß ist für die Packstation, dann wird es an die Postfiliale einfach weitergeleitet und da kann ich das dort ganz normal abholen. Sonst hätte ich ja zum Beispiel jetzt noch diese Fässer bekommen können. Ich habe ja riesen 120 Liter Fässer bekommen. 2 Stück. Und ja, es gibt ja eigentlich keine Größenlimitierung oder Regulierung, wenn man was an die Packstation schicken will. Das geht dann automatisch an die Filiale. Das hat irgendwelche anderen Gründe, warum die das dann zurückschicken. Aber die Größe an sich ist es nicht. Famous Madness sind für die 13 Monate Brödliberg. Räum die Küche auf, habe ich schon. Geliebter Onkel, haben Sie schon mein neuestes Machwerk gesehen? Von den Straußensteaks. Davor habe ich alles aufgewaschen und ja. Warum ist der Chat so verzögert? Mindestens eine Minute. Der ist nicht verzögert. Ich scroll hier langsam durch, damit ich hier alles lesen kann. Wenn so viel geschrieben wird.
Willst du ein Schild von einer Herzbergstraße? Nein, ich habe schon eins. Und das ist kein Witz. Bitte. Undercover King Lion, ich grüße Sie. Chaot McGregor, Junge. Smirnoff, dann wird ein 13. Monat. Hoffe, dir geht's gut. Ja, jetzt geht's mir gut. Ich weiß nicht, ich wache halt wirklich jetzt jeden Tag auf, weil das auch so schweinewarm ist in diesem Rattenloch. Und, bin immer übelst fertig, ich weiß es nicht. Ohne Energy Drink könnte ich gar nicht mehr leben früh. Furchtbar. Hast du geile Sau mal 100 Euro für mich? Selbstverständlich, brah. Selbstverständlich. Keine Benachrichtigung erhalten. Belel, das ist eine Sauerei. Das ist echt eine Sauerei. Junge, wie dich einfach brechen will. Twitch, weißt du gar nicht, dass es mich überhaupt gibt. Sky RLP, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst, geliebter Bruder. Statement zum Tor vom Lord. Richtig und wichtig, würde ich mal meinen. Was wird der Medengin ungefähr kosten? 39,99 in 07. Wenn das zu teuer ist, der soll sich ins Knie ficken oder einfach weiter Pfeffi saufen oder Wein. Nee, das wird wirklich was richtig Geiles. Und kein Schmutz. Freut euch drauf. Also die Gin-Liebhaber, die werden es verstehen. Und wir wollen natürlich auch was rausbringen, was wir auch selbst genießen würden. Aber es ist noch nicht final, was auch der Inhalt sein wird. Wir haben uns jetzt erstmal mit dem Drumherum und so beschäftigt. Die finalen Verkostungen, die erfolgen jetzt, wenn endlich mal die Sachen da sind. Aber es wird echt... Oh Junge, ich freue mich so darauf. Ich habe letztens eine Führung bekommen durch die Halde und so, wo das hergestellt wird und alles. Junge, Grüße gehen raus an den Mann, der 14 Uhr ein Bier genießt. Das kann ja nur gut werden, oder? Das kann ja nur gut werden. Ich bin total dicht, Alter. Enthält der Kuchen Alkohol? Na, bei meiner Oma kann das immer sein. Bist du bi? Nein, ich verhalte mich nur manchmal so, weil ich keine Scheu vor männlichen Genitalien habe. Aber sie erregen mich nicht, sag ich mal so. Ted seit über einem halben Jahr nicht mehr, geliebter Onkel. Beschreib mal, wie deine Oma optisch aussieht. Wie das Mädenvieh in alt und weiblich. Dirty Rush, danke für die ganzen Diamanten und die Unterstützung für den Alkoholkonsum, Alter. Der macht mich fertig. Anatial, reichte das etwa nie, dass ich überhaupt den Stream angemacht habe? Hast du die Leute heute schon aufgeklärt, dass das Subben mit Prime kostenlos ist? Also das sollte man schon wissen. Das muss ich echt sagen. Alter, Junge, hat Peter München jetzt einen Jens Spahn-Emote? Alter, ist das geisteskrank. Was für eine verdammte Ehre. Junge, ich scheiß mir ein. Alter, ist das krass. Da weiß ich ja, wem mein Prime ab jetzt gehört. Das Shirt müsste eigentlich auch bald mal kommen. Könnte sein, dass die Post das dann sogar vorbeibringt. Das wäre natürlich geil. Das wäre verdammt nochmal geil. So, ich muss jetzt hier dringend mal... Nein, ich möchte auch kein Schild von Fucking. Ich möchte gar keine Straßenschilder, vielen Master. Und Kolonia, danke für den 7. Monat. Ich muss jetzt dringend mal hier alles runterscrollen, damit ich mal... mit dem Chat 1 bin. Ich bin mit dem Chat 1, aber ich bin halt so ein bisschen... Ich bin gerade in dem pazifischen Raum und ihr seid in Europa, also das ist halt schwierig. Kein Glitzer, kein Gin. Junge, da kommt doch kein Glitzer rein in den Gin. Das ist ein ordentliches Getränk und nicht irgendein optisch anmutender Müll. Es geht darum, dass der Inhalt hochwertig ist und nie, dass da Blattgold oder irgendwelcher Scheißdreck reingemischt wird, Alter. Das ist... in meinem Projekt mit meinem Vater zusammen. Und auch wenn der Mann sich massiv distanziert hat, ich habe ihn noch überzeugt. das soll ja was Ordentliches werden. Wäre lustig, wenn das Medengin heißen dann einfach Unterberg drin ist, Alter. Oder Wodka E oder... Oh Junge, das wäre krank. Alter. Ah, Junge.
Konflikt mir, ja, das wird noch lange dauern. Dann danke für die 100 Diamanten. Du kannst einfach dazu schreiben, was ich schreien soll, und dann kann man das so machen. Das muss man ja nie alles elektronisch abwickeln. Ich nehme kein Raid Shadow Legends Placement an. Ich distanziere mich ausdrücklich von diesem Play-to-Win-Müll. Und das wird sich auch nicht ändern. Wenn ich meine Meinung einfach nach einem Jahr ändern würde oder so, dann wäre ich ein rückgratloser Bastard. Junge, meine Augen, diese verdammte Allergie. Junge, Knopf Premium Gin, alter Henry. Was habt ihr mit den T-Shirts vor? Na, anziehen. Peter, Alter, du bist einfach ein geiler Typ. Ich feiere dich, deswegen will ich das tragen. Wer pickt der Boy? Danke für den 11. Monat. Huuuun! Wenn aber mit Magic Man. Oh, bäh! Gänseblümchen, Alter. Ja, ist das normal, dass mein Sub nicht angezeigt wird? Nö, da musst du mal refreshen. Und dann auf Teilen gehen. Das ist eigentlich normal. Alter, Essig statt Gin in die Flaschen kippen, Alter. Alter, stell dir das vor, Alter. Du kaufst das Getränk, freust dich drauf, das zu genießen, lädst noch ein, zwei Leute ein, so. Hier, ich gebe heute aus, hier, das neue Getränk vom Mädchen. Und dann ist da Essig drin, Alter. In jeder 10. Flasche einfach Essig. Oh, das, oh, Alter, danke für die gute Idee, das gefällt mir. Das gefällt mir. Heute wird sich flüssig ernährt! Danke, Konflikt, Minau, für die 100 Diamanten. Ich hoffe, das war legitim. Und heute wird sich wirklich flüssig ernährt, weil wir dann noch die letzten Designs uns angucken. Ich bin ja gespannt, wie viele das sind. Also wir haben jetzt schon über 5 Stunden insgesamt die ganzen Designs angeguckt. Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich geisteskrank. Dein Lieblingsmischgetränk alkoholisch ist Gin Tonic. Deswegen trinke ich auch nur Gin Tonic. Also ich trinke ja mittlerweile auch gar kein Wodka eh mehr, weil ich dann immer nicht schlafen kann. Es gibt noch Jägermeister Fanta, Jägermeister Cola, das ist. Seit wann trinken wir denn eigentlich so viel Gin Tonic? Ich bin halt mit meinem Vater darauf gekommen. Und seit. Das ist eigentlich schon mehr als ein Jahr, so anderthalb Jahre trinken wir das eigentlich regelmäßig. Ja, sonst würde ich da auch keinen Gin machen so wollen, sonst würde ich doch irgendwie hätte ich mich doch mit dem befasst, was ich halt am liebsten trinke, so, wisst ihr, was ich meine? Pfeffi wurde sich natürlich oft gewünscht, aber bei Pfeffi muss ich klipp und klar sagen, ich bringe keinen eigenen Pfeffi raus, so. Das zu entwickeln lohnt sich auch gar nicht. Dasselbe gilt auch so was wie Sauerkirsch oder sowas, weil die Getränke, wenn man das dann so selbst macht und bla bla bla, dann kosten die halt, da kostet halt so eine Flasche Pfeffi dann zwischen 12 und 20 Euro und das ist halt einfach Bullshit, weil so eine Flasche Pfeffi geht an einem Abend drauf. Die wird ausgesoffen, sinnlos. Und das ist einfach zu teuer. Weil für dasselbe Geld kann man 3 Flaschen, wie heißt es, Notbrand-Pfeffi kaufen. Und der schmeckt einfach perfekt. Und ich kann ja kein... Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mit wem ich da zusammenarbeite. Ich müsste um ein Getränk rausbringen. Also ein Pfeffi, der besser schmeckt als der Notbrand-Pfeffi. Und zwangsläufig würde das Getränk weniger gut schmecken. Und wäre viel teurer. Also ein Pfeffi rauszubringen wäre zum Beispiel Bullshit, auch wenn sich das viel gewünscht wurde, aber das ist einfach Mumpitz. Da drückt man ja dann nur seinen Namen drauf und so weiter. Aber bei Gin ist es halt was ganz anderes. Diese Flasche hat man ja auch viel länger stehen. Du säufst ja eine Flasche Ginny an einem Abend aus. Was sollte man das nicht machen? Normalerweise hält ja so eine Flasche Gin einen Monat, 2 Monate, wenn man das seltener genießt, 3 Monate. Und da... wenn man dafür dann 40 Euro ausgibt, ist das ja schon wieder ganz anders. Wenn du aber eine Flasche an einem Abend aussäufst, so denke ich halt über die Sachen so. Aber wenn ihr natürlich den Gin pur sauft und dann halt die Flaschen nur einen Abend, dann... Ja, das ist natürlich dann schwierig. Big Flo, danke für die 100 Diamanten. Gerade 200 Euro im Online-Casino verzockt. Nach über 2 Jahren ohne Glücksspiel. Der Stream macht den Tag aber trotzdem zu einem guten. Jungs und Mädels, lasst die Kacke. Denn es lohnt sich, ob online oder an den Kisten, direkt wirklich 0,0. Spendet es lieber diesem guten Mann. Ja, das lohnt sich auch 0,0. Aber die Worte, die du hier äußerst, sind absolut richtig. Ich habe auch schon gesehen, dass wieder die ganzen Automaten an sind hier, in allen möglichen Cafés, Spielhöllen, Shisha-Bars etc. Und ich habe mich bis jetzt auch zurückgehalten, ich habe nicht mal ansatzweise den Drang gehabt. Ja. Aber ich habe jetzt auch schon wieder von einigen gehört in den letzten Monaten, die halt ständig im Online-Casino gezockt haben, wieder 100 Euro oder 1000 verballert haben. Hört mir auf mit dem Blödsinn, wirklich.
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hol dir Augentropfen. Hab ich. Hab ich da, oder? Damit komme ich immer besser zurück. Zu wie viel Prozent genießt dein Vater das Mitwirken in deinen Videos und zu wie viel Prozent kotzt es ihn an? Momentan wirkt er ja auch nur damit, worauf er Bock hat. Und da hat er auch immer Lust. Also ich glaube, es würde ihm auch nicht gefallen, wenn das mal ausfällt, so ein Freitag, wo wir mal ausbauen. Wir treffen uns eigentlich immer Freitagnachmittag. Und dann packen wir das Zeug aus und nimmt er sich gleich einen Haufen Brühe mit. Und das hat angefangen, ihm Spaß zu machen, weil er halt richtig reingekommen ist in diese ganze Sache. Er guckt sich das ja natürlich auch meistens an. Das Einzige, was ihm jetzt keinen Spaß machen würde, ist natürlich bei asozialen Besäufnissen oder Fanpost auspacken, wo dann ein Haufen Müll drin ist. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht sein Ding. Aber das, was ich mit ihm mache, videotechnisch, das macht ihm auf jeden Fall Spaß. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Das freut mich natürlich. Also, es wäre ja schlimm, wenn deine Eltern halt einfach komplett das beschissen finden würden, was du machst. So. Ja. Kann der Energy was oder nur gekauft, weil günstig? Also Kong Strong in beiden Varianten schmeckt mir sehr gut. Der hat jetzt natürlich keine Wirkung, wo ich mir denke, das haut mich um. Wenn ich sowas will, dann sauge ich hier sowas, also Gaming Booster oder sowas, aber... Also ich finde, wenn ein Energy Drink, so eine kleine Dose, wirklich eine richtig krass spürbare Wirkung hat, ist das schon wieder zu viel. Das will ich auch gar nicht. Einfach so ein bisschen entspannt, ein bisschen aufgedrehter werden, damit ich jetzt hier nicht so langweilig da hänge. Deswegen sauge ich mir den Müll rein. Bongo in the Man, geliebter Onkel, für den Resub. Da bin ich wieder, mein Schöner. Ach so, hier mit dem Jens sprichst du. Ja, ich kann es ja nicht sein, der hier gemeint ist. So, mach Pakete auf. Nee, wir gucken uns erst die ganzen Designs an, geliebter Onkel. Free Armin, danke für den zweiten Monat. Das, du Hund, meine Mutter arbeitet nebenan, schrei nicht. Mutti, ich grüße dich, wann sehen wir uns mal wieder? Kappa! Ich will auch mal so erfolgreich wie Monte werden, deswegen habe ich jetzt auch ab und zu mal solche Witze raus. Auch wenn es absolut unlustig ist. 10% Rabatt, wenn man das Risiko eingeht, dass in jeder 10. Flasche Essig ist. Puh. Alter, ist das krank. Das ist ja die geisteskrankste Rabattaktion, die ich je... Dass man einfach bei der Bestellung auswählen kann. Ich nehme 10% Rabatt auf meine Bestellung bei dem Gin. Aber in jeder 10. Flasche ist halt Essig. Gin Tonic ist wirklich das Beste. Bongo, so sieht's aus. Ich vertrage das halt auch einfach am besten. Das ist halt der Punkt. Mein Vater halt auch. Das verträgt man am besten. Und da gibt's halt echt richtig geile Sorten. Und so eine Flasche, ich sag mal, teurer Gin hält halt ewig. Das säufst du ja auch nicht so sinnlos in dich rein. Weil das schmeckt dann halt immer, wenn das zu stark ist. So bei Wodka zum Beispiel, wenn du das mischst, oder bei Jägermeister, da kannst du halt mehr reinkippen, ohne dass es dann eklig schmeckt. So, deswegen säuft man das auch manchmal sinnlos. Gin Tonic ist einfach wirklich Liebe. So, Lion, hat jetzt auch geklappt mit dem Resub. Für ein paar Scheiben Brot für meinen mageren Bruder aus der schönsten Stadt der Welt, in der ich erst einst lebte. Cookies, sehr gern, geliebter Onkel, sehr gern. Wie viele Energy Drinks trinkst du pro Tag? Höchstens einen. Ich habe mir das abgewöhnt, dass ich da mir 3, 4 reinhaue. Das ist überhaupt nicht gut. Und das ist, gibt doch nichts Schlimmeres als nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, schlafen zu können. Diese Schlafstörung, deswegen, das ist das Schlimmste. Ja. Gianni Versace, ich würde nicht sagen, dass der Mann zu viel trinkt. Er trinkt dann nur was am Wochenende. Also er trinkt ja nur Samstag und höchstens dann Sonntag noch ins 2 Bier beim Fußball schauen oder so. Da steht es ja um seinen Sohn viel schlimmer, der auch sich donnerstags mit seinen Freunden am Glockenspiel trifft und sich zulaufen lässt. Janermeister, selbstverständlich, deswegen mache ich das jetzt hier.
Wie viel Eigenanteil steckt im Gin außerhalb der Verpackung wirklich? Ich mit meinem Vater, wir entscheiden ja komplett, was der Geschmack sein wird. Also ich habe jetzt mich schon mehrmals mit dem guten Mann auch getroffen, mit dem das produziert wird. Das, ich sage jetzt nicht, wer das ist, wie die Firma heißt und so, aber es ist eine richtige Firma, ein ordentliches Unternehmen, die auch wirklich im Monat mehrere tausend Flaschen Gin und ähnliches schon umsetzen. Und jetzt nie irgendein Hinterhofprojekt, das ist halt was richtig Solides und auch deswegen unter anderem wird das natürlich erst alles von mir kommuniziert, wenn die Verträge durch sind und wenn das Produkt dann wirklich kommt. So, wisst ihr, was ich meine? Und ja, ich habe das Logo gemalt sozusagen und dann hat die Grafikerin das sozusagen umgesetzt in die Tat und wir beide entscheiden natürlich gemeinschaftlich, wie der Geschmack sein wird. Das wird nach dem dritten Verfahren hergestellt. Oh, ich habe das schon wieder vergessen. War das London Dry Verfahren oder das andere? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Und das dauert halt ein bisschen, weil das ja erst dann hergestellt wird, alles, wenn wir entschieden haben, wie es schmecken soll. Und dann natürlich die Vermarktung. Also ich bin leider jetzt nicht dafür zuständig, dass die Flaschen geblasen werden oder dass die Sachen abgefüllt werden, aber wenn du das unbedingt möchtest, dann kann ich vielleicht auch mal in die Fabrik mit einem Schutzanzug und dann ein bisschen mithelfen. Ja. The Special Edition. Ach, sowas kommt dann alles später. Da gibt es natürlich auch die fertigen. Das bieten die ja auch an, zum Beispiel, dass man diese Gin Tonics schon gemischt hat. Da kann man zum Beispiel dann so ein 6er-Pack Flaschen kaufen, wo dann halt schon 4 cl von dem Maiden Gin drin sind und dann der Rest hier mit Thomas Henry, dass man das halt so fertig hat, zum Beispiel solche Sachen. Und wenn die erste Charge, die wir sozusagen online verkaufen, durch ist, dann wird sowas auch wirklich in den Läden stehen. Also ich sage jetzt noch nicht in welchen Läden, aber das sind ordentliche Geschäfte. Und wenn das klappt, Alter, das ist. Also mit meinem Vater mal vor einem Ladenregal zu stehen und das eigene Produkt darin zu sehen, das ist was, worauf man sich freuen kann. Und ich wüsste jetzt eigentlich nicht, woran es scheitern soll. Zur Not würde ich für diesen wunderschönen Moment einfach alles selbst aufkaufen und mich stark verschulden. Scheiß drauf, da habe ich wenigstens 10 Gin. Ja. Hält die Flasche nicht Jahre? Wenn man jetzt wirklich gelegentlich nur was davon genießen würde, dann kann so eine Flasche Gin mit 0,7 auch ein halbes Jahr halten, ja. Aber ich gehe mal eher von uns aus. Digga, was laberst du? Safe eine Flasche am Abend. Also mehr als. Also eigentlich 2 Gin Tonics von derselben Sorte, mehr würde ich jetzt nie trinken. Also spätestens, also wenn ich unbedingt 3 Gin Tonics trinken will, dann ist dann spätestens der dritte eine andere Sorte, weil mir das dann einfach zu viel ist irgendwie. Also das ist mein persönlicher Geschmack, deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, mehr als 8 cl oder 10 cl am Abend von dem Gin pro Person zu trinken. Also, weil Gin ist für mich kein Saufen, Gin ist für mich einfach Genuss, also das ist halt echt ein Unterschied. Was das angeht, eine Flasche Pfeffi am Abend, dass jeder innen säuft, das ist was ganz anderes. Der Schänder trinkt überhaupt keinen Gin. Ich plädiere für einen Pfeffi, bei dem der Schänder mit jedem Schluck schon mal gegurgelt hat. Nein, ich kiffe nicht. Weißt du eigentlich, wo dieser Rabenhorst-Saft produziert wird? Lustiges Wortspiel. Mögt ihr ernsthaft das Zeug? Gibt es hier um die Ecke? Das ist eigentlich nur Zucker und Mist, aber wenn man völlig verkartet ist, kann man sich sowas mal reinballern. Alter, Konflikt mehr, aber danke für 1000 Diamanten, was soll denn das? Mann, habe heute auch nur an Erfahrung gewonnen. Danke für deinen Content und ich hoffe, dass der Trödelmarkt bald kommt. Ah, Junge, Inshallah, Bre, Inshallah, Alter. Inshallah. Eieiei. Eieiei. Bongo, ich habe mich da bedankt für deinen Sub, geliebter Onkel, was ist denn los? Wann kommen endlich wieder jeden Tag Streams? Kommen doch auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass hier sehr, sehr zahlreiche jeden Tag Produkte drin sein werden. Asoziale Besäufnisse? Nee, davon muss ich mich auch absolut distanzieren. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Welche Schäden haben die beiden Testobomben im Osten hinterlassen? Ich möchte nämlich diesbezüglich nicht öffentlich äußern, Meister August. Bitte wende dich an den Kong, der kann dir dazu eine Menge erzählen. Ich habe ich schneide jetzt die Vlogs vom Kong, weil der hier dem MOV-Format aufgenommen hat und das damit kommen jetzt hier die Jungs nie klar irgendwie. Gucke ich jetzt eigentlich hier hin? Mein MacBook steht ja schon wieder drüben. Und den ersten Vlog habe ich schon geschnitten gestern Nacht, also heute Morgen im Prinzip. Und absolut geisteskrank. Also der erste Vlog geht 9 Minuten, einfach nur geil. Ich sag's euch, wirklich. Ich hoffe, der Kong haut den bald raus. Und der zweite ist dann vom Wandertag, den werde ich heute noch schneiden, heute Nacht. Oh je. Grüße aus Pirna, du nicer Typ. Grüße zurück, geliebter Onkel. Würdest du lieber Oettinger trinken oder zum Zahnarzt? Ich muss dringend mal zum Zahnarzt. Und Oettinger kann man sich durchaus mal reinorgeln. Ja. Reiner Zufall. Also Leute wie Monte und Kuchen müssen das doch sagen. Alles andere wäre ja wieder nie vertretbar. Ich sag dazu nicht, sollen sie lieber nicht dazu sagen. Mo 44, überzeug doch mal das Schwein, dass wir mal beide zu Gast kommen dürfen. Da bringe ich mal 15 Kisten mit. Da hätte ich Bock drauf. Ich will auch wieder bei dem Mann zu Gast sein und über dich schaffe ich das. Vielen Master für den Sub, geliebter Onkel. Die Straßen Dresdens vermissen ihre Anwesenheit und wünschen sich zeitnah eine Bespaßung durch sie, durch einen unnötigen Livestream. Ich hab da was Neues. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video dazu schon hochgeladen habe, aber ich glaube nicht. Ich sehe da gar nicht mehr durch. Es ist einfach manchmal einfach zu viel, was die ganzen Videos angeht. Das habe ich letztens bekommen. Und so ein Konzert auf der Prager Straße, muss eigentlich wirklich dringend mal wieder stattfinden. Weil ich ehrlich gesagt das nie so richtig spielen kann bisher. Ich lerne es noch. Ich lerne es noch, aber ich werde das hinkriegen. Diesen Mist zu spielen. Boah, das ist immer so ekelhaft, wenn man das so 10 Minuten spielt, dann läuft die ganze Soße aus dem Schlauch. Oh, fand ich früher mal ganz ekelhaft. Im Kindergarten haben sie alle gespielt. GDNCS Definitiv. Vielen Dank für die Primes. Wie viel Energies trinkt der Sergeant am Tag? 7. Nee, ich trinke wirklich nur noch einen Energy am Tag. Das ist mir sonst einfach zu viel. Schwarzer Tee morgens. Ja, ich weiß, Bilal. Ich habe mir das auch mal angewöhnt, mich eher von sowas zu ernähren. Aber irgendwie der es gibt irgendwie nichts, was bei mir so gut am Morgen reingeht wie Wasser und Energy Drinks. Wie geht's der guten Laura eigentlich? Gut. Die hat einen neuen Hund. Gönnt euch, Brace, gönnt euch. Nabil ist der beste Brötli-Geber, aber sendet mal mehr Somersby Blackberry. Ich habe nichts hinzuzusagen. Diese Frau ist ein Traum, Alter, ich sag's euch. Wie kam eigentlich der Kontakt mit dem Flötigen zustande? Der ist einfach beim Trödelmarkt 2019 aufgetaucht und hat dort eine Flöte gekauft und dann dem Schänder geschenkt. Deswegen auch sein Name. Und irgendwie haben die sich gut verstanden. Wo gibt es den Gin zu kaufen? Erstmal nur online, dann. Aber wird alles natürlich erst kommuniziert, wenn das alles hier durch ist und fertig ist. Max, schau dir bitte den Zettel an, der an der Packstation hängt. Menschliche Dummheit in schriftlicher Form. Werde ich auf jeden Fall dann tun, weil ich heute Abend ja nochmal abholen muss. Noah, ich ignoriere dich doch gar nicht. Miese Sau. Dr. Kassim, danke für den dritten Resub. Konflikte, das stimmt doch gar nicht.
Alter, ich will den ganzen Chat lesen. Und da muss ich halt, da bin ich halt ein bisschen hinterher, weil ich hier langsam durchscrolle. Ihr Ratten, Alter, ich halte mich nie mehr mit euch hier wirklich. Da wäre ich noch beleidigt dafür, dass ich auf jede Nachricht eingehe. Konflikt, danke für die 420 Diamanten. Danke fürs Vorlesen. Bitte keine falschen Aussagen zu meinem japanischen Tee. Grüße an Noah Timeout. Wenn ihr jetzt 5 Minuten nichts kommentieren würdet im Chat, dann würde ich wieder in Einklang mit euch kommen. Junge, ihr macht mich alle fertig. Das Video mit dem Superfahrer war nice, das Auspacken Kleinkram. Ja, weil der Mann 10 Bier dazu getrunken hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass das auch nach Österreich, Schweiz und ganz Europa verschickt wird. Kostet dann natürlich, weiß ich nicht, 5 Euro mehr Versand oder so, das kenne ich mir jetzt nicht konkret aus. Haftest du, wenn ich mich am Glitzer-Gin totsaufe? Junge, da kommt doch kein Glitzer rein in den Gin. Alter, bitte. Kopfschmerzen. Statement zum Mittelaltercamp. Ich habe den Kirschwein noch nicht getrunken. Erst danach kann ich ein Statement geben. Spendet mehr Geld, statt alles in Federsteckdeckel für Abzweigdosen zu stecken. Das, Alter, das. Brutal, wie die Leute das ganze Zeug zuschicken. So sieht's aus, geliebter Angel. Meinung zum Nice-O-Scheiß-Comeback. Ich habe die erste Folge leider nicht geschaut, weil ich da beschäftigt war, aber werde ich mir auf jeden Fall öfter mal reinziehen. Wobei ich halt einfach kein Interesse an diesen ganzen, also ich sag mal so, was die sich angucken, interessiert mich eigentlich gar nicht. Wenn die sich mit interessanteren, also für mich persönlich interessanteren Themen auseinandersetzen würden, würde ich es auf jeden Fall öfter schauen. Ja. Wie viel Spahn-Merch hast du mittlerweile? Viel zu wenig. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Wie läuft's mit Fitness? Ach stimmt, ich wollte vorhin mal anrufen. Ich habe jetzt mein eigenes Gym auf dem Dachboden und muss da jetzt auch durch. Ich werde mich zu Tode schwitzen. Ich wurde gestern heftig beleidigt, dass ich dann eine riesen Pussy bin, weil ich rumheule, weil es dort zu warm ist und schwitze. Ja, da muss ich durch. Scheiß drauf. Da muss ich durch. Wirst du irgendwann Designs zeigen? Ja. Sobald ich mit dem Chat auf einer Höhe bin. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller hier durch. Das geht ja sonst ja nicht mehr weiter. Wie kannst du dich so scheiße ernähren und trotzdem so fit sein? Ich ernähre mich nicht scheiße. Ich zeige immer nur grundsätzlich, wenn ich scheiße fresse. Die langweiligen, gesunden Mahlzeiten zwischendurch, die teile ich einfach nicht mit euch. Ich bin einfach ein Bastard. Wenn ich mich so nur so ernähren würde, was ich euch zeige, ja, braucht man nie drüber reden. Zum Beispiel das hier, ich frühstücke gerade Kuchen, Kongstrong und eine Banane. Das ist aber an sich nicht ungesund. Ich hau mir jetzt halt einfach nur Kohlenhydrate rein. Die werden dann sofort wieder verbrannt hier während des Streams. Und danach esse ich, was weiß ich, ein großes Subway-Sandwich. Da ist Huhn drauf, da ist Salat drauf und so weiter. Und danach bla 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 bla. Das ist halt, das ist okay. Das ist nicht ungesund. Ungesund wäre es, wenn ich... Das ist wirklich ungesund. Schadensaft meiner eigenen Oma. Kappa! Mach mal ein T-Shirt mit der Aufschrift derzeit nicht auf Lager. Ich bin im Zug von Dresden Richtung Köln. Ich werde dir was von Rabenhorst schicken. Nein, das ist kein Müll. Und kommt aus Unkel. Lol. Lül. Nee, Rabenhorst geht schon. Aber ich meine, das ist halt zu viel Zucker, so, um gesund zu sein. So meinte ich das. Das ist kein Müll. Das war ja keine Ansage an Rabenhorst. Neue Wohnung? Nein. Meine Nachricht liest du nie. Ice King Frost, das ist nicht wahr. Erzähl mal vom DJ-Livestream.
Warte mal, hat er die Aufzeichnung online? War richtig cool dabei zu sein, echt? Da hat man niemand schlechtes Gewissen, sich zuzusaufen. Die Aufzeichnungen sind bestimmt nicht online. Oder? Lol, doch. Dieses Video steht nur Abonnenten zur Verfügung. Hey, ich bin doch Abonnent. Jetzt ist mein Abo abgelaufen gestern, Alter. Nein, ich kann nicht abonnieren, weil ich kein PayPal habe. Das ist schon wieder so beschissen. Oh, ich hasse es. Scheiß drauf. Die Aufzeichnungen kommen ja bei YouTube online. Die schneiden das dann zurecht. Wenn deine ehemaligen Azubi-Kollegen von der Berufsschule dein Produkt ins Regal einräumen, muss doch eine herrliche Vorstellung sein. Nee, so denke ich nicht. Also das müsstest du aber eigentlich auch wissen. Also ich bin da jetzt keiner, der jetzt sagt, hey, die ganzen Versager, die räumen jetzt immer noch Regale ein und ich hier nicht mehr oder so. Das ist doch Schwachsinn. Also so habe ich noch nie gedacht und ich hoffe, so denke ich auch niemals. Das ist doch keine Befriedigung für mich, wenn die Leute im Leben jetzt nicht sonderlich weitergekommen sind und fühle ich mich jetzt absolut nie irgendwie besser. Es ist doch wichtig, dass die Leute das machen. Also, das ist eine ehrenwerte Tätigkeit, wenn die damit glücklich sind. Also, keine Frage. Aber ich möchte mich wirklich ernsthaft davon distanzieren, dass sowas eine herrliche Vorstellung ist. Die Vorstellung an sich ist doch, dass das Produkt im Regal steht und dass ich meinem Vater sozusagen zeigen kann, guck mal, das haben wir geschafft, so. Das ist cool, also darauf kann man stolz sein, aber nicht auf sowas, wenn sich irgendwie über andere Leute stellt, das ist ein Blödsinn. Ja, man kann stolz auf sich sein, wenn man seinen Vater zum Lächeln bringt oder so, wenn man ein Produkt im Regal stehen hat. Das ist was Solides. Ja. Geliebter Bruder, wann fangen Sie an, die Designs anzugucken? Ich schätze mal so gegen 19 Uhr. Statement vom Massaker von der Schanze. Ich weiß schon nichts. Ich leugne den als Schauerberg. Alter, Big Mac, der einzig wahre, Alter. Danke dir für den 14. Monat. Ich grüße dich. Ich habe gestern die ganze Zeit zugeschaut bei deinem ehrenwerten Chef, wie er Warzone gespielt hat. Das ist keine Ansage oder so. Ich hoffe, das erfährt doch niemand. Ich komme darauf einfach nie klar. Wie dieser Mann einfach immer noch auf der PlayStation zockt. Das ist so seltsam. Ich gucke ja wirklich sehr, sehr viele Livestreams, wo Leute Warzone zocken. Und da spielt ja jeder auf dem PC. Auch mit Controller. Aber wie dieser Mann einfach dabei bleibt, mit diesem 60er Field of View und alles auf dieser Konsole zu zocken. Aber trotzdem einfach 11 Kills gedroppt, das macht mich richtig fertig. Das macht mich richtig fertig. Aber ich feiere das irgendwie. Es ist wirklich faszinierend. Wenn der Mann irgendwann mal auf seinem überkranken PC Warzone installiert, das auf 4K spielt, auf 150 FPS, Field of View auf 100 hoch macht und so mit seinem Controller etc., der wird nicht mehr werden. Aber es wird Zeit, dass ihn jemand mal überzeugt. Wirklich. Wenn es sein muss, auch mit Mannesmilch. Mehr kann ich dazu nie sagen. Derjenige, der das schafft, Alter, dem schulde ich auf jeden Fall eine Flasche Gin. Alter, Konflikt, jetzt hört er mal auf, wieder die Bits in meinen Mastdarm zu schieben. 688 Diamanten. Danke, dass du auf alles eingehst, geliebter Max Bittberg. Ich bitte einmal meine Antwort auf Insta-Darm. Und wann kommt eigentlich mal wieder ein Unboxing in Klammern Musik? Viele Grüße, Konflikt. Ich habe noch einige Boxen auszupacken, das stimmt. Ich komme einfach mit den Videos nicht hinterher. Also mehr als eins am Tag hochladen will ich auch nicht. Das ist auch Mist. Ich habe jetzt noch 5 Videos, die online kommen müssen und habe hier locker noch 7, 8 Produkte, die dringend vorgestellt werden müssen. Das kann man einfach nicht hinterher. Ja. Ja. 2 Videos am Tag ist auch kacke. Dann büßt jedes Video locker ein Drittel an Reichweite ein. So. Deswegen jeden Tag um die Mittagszeit 1. Kommt alles aber wieder. Also, ja. Dann kommen wieder Alerts. Ich muss echt sagen, mir gefällt das so. Mir gefällt das irgendwie so.
Aber ich richte die ein. Ich richte die Alerts ein, keine Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das eigentlich richtig entspannt finde, wenn ich alles vorlese und keine Alerts kommen. Ich übersehe auch nichts. Also. Aber nee, wird schon wieder kommen, wird schon wieder kommen. Hab bisher aber auch echt positives Feedback bekommen, so nach dem Motto, endlich sind diese nervigen, ständigen Einspieler weg, so. Weil viele Leute sich schon den Stream so entspannt anschauen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass diese ganzen ständigen Alerts und sowas doch für viele so ein Störfaktor sind. Aber keine Angst, die kommen wieder. So sieht's, keine Angst. Wie gesagt, ich setze mich an. Aber ich guck mir das, ich will das alles selber machen. Ich will jetzt hier keinen beauftragen oder so. Ich will das alles selber machen und das dauert halt ein bisschen. Ich habe auch alles jetzt, was ich hatte, immer selber gemacht. Auch die ganzen GIFs selber erstellt und so, aber das war halt Mist. Ich will das vor allem auch so haben, dass ich das beim Handy einfügen kann und dass es dort auch abgespielt werden kann. Das war nämlich immer, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert, diese Animation, damit das Streamlabs am Handy verarbeiten kann. Bald kommen Asche und Bushido Releases, da werden schon interessante Livestreams entstehen und Manuelsen läuft da jetzt schon in Topform. Der macht immer Fitner. Ja, nee, ich muss da mal wieder reingucken. Ich muss da mal wieder reingucken. Billy. Hast recht. Frizzy, nice. Subway, Soßen sind halt ungesund. Soßen von Subway sind halt. Wohnzimmer, bitte keine Wohnzimmerkonzerte im Chat, danke. Junge, Point Guard, bitte. Es kann doch nicht jeder Unternehmer sein. Es ist ein Vorteil, Unternehmer zu sein. What? Wird es ein Mädchen oder euer Gin? Das ist unser Produkt, wir teilen uns, also unsere Hackfressen sind noch beide auf dem Etikett, aber der Name Metengin, den fand ich einfach schön. Ich, Adlers Gin oder so, jeder bringt eins raus, das ist alles Bullshit. Ich finde den Namen Metengin einfach schön, aber es ist natürlich trotzdem ein Projekt von beiden so. Aber ich habe da jetzt kein Interesse, meinen Namen da krampfhaft mit reinzubringen, also ja, ich finde es einfach schön. Also es klingt einfach gut. Und das haben halt auch die Leute schon seit Monaten geschrieben. Wann kommt denn der Metengin? Das habt ihr ja euch ausgedacht, so den Namen. Das hab's ja schon seit Monaten gelesen. Wann kommt denn der Metengin? Junge, Luise Hiekel, Alter. Grüße gehen raus. Bigflo, danke für die 100 Diamanten. So war es nicht gemeint. Und natürlich weiß ich, dass du nicht so bist, meinte er. Die denken doch, dann die Sau kenne ich doch. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Peter München, muss ich erst nachholen. Ich habe keine Ahnung, was du sprichst, geliebter Bre. Eine Zahl von 1 bis 100. Es wird Auswirkungen auf das Fendungspaket haben. 7. Werwolf-Party zockt Warzone auch auf der Konsole. Einfach unverständlich. Naja, das sehe ich anders. Das war ja bei Monte nur so gemeint, dass der Mann hat ja unfassbar viel Geld und hat ja auch einen überkrassen PC. Wenn man, normalerweise zocken die Leute ja auf der Konsole Spiele und streamen das dann mit so einer Elgato zum Beispiel auf dem PC, weil es ja einfach teuer ist. Ich meine, der PC hat 3.300 Euro gekostet ungefähr. Nicht jeder will jetzt so viel Geld ausgeben dafür oder sieht er, dass es sich lohnt oder hat das Geld oder was weiß ich. Und dann ist das doch absolut legitim, auf der Konsole zu spielen. Aber jemand, der halt einen PC hat, der, was kostet denn der von Monte? 12.000 Euro oder so? Keine Ahnung, oder mehr. Da verstehe ich es dann halt einfach nicht. Wenn man sich dann eine Playstation einbauen lässt, das macht mich, Junge, das macht mich richtig fertig. Das macht mich richtig fertig. Ja. So war es gemeint. Max, Junge, wann bist du Leipzig? Mach fette Studentenparty, klar. Wenn ich 12 Leute mitbringen darf, sehr gern, geliebter Bruder. Wieso steht dahinter ein Basie? Ich weiß nicht, von was du sprichst. Junge, John Cena, Alter. Oh. Mr. Dark im Jahr dauert aber noch auf jeden Fall einen Monat. Der 8i-Merch sieht mega aus. Das ist kein Merch! Das ist Mode.
Mindest-Gin wäre auch geil gewesen. Nee, weil das ist ja kein Mindestgetränk. Das ist ja, das passt ja nie. Also ich bringe gerne Mindestsachen raus, aber das muss ja dann auch wirklich Mindest sein. Das, dieser Gin ist ja ein hochwertiges Produkt und das passt ja auch zum Metenvieh und seinem Ruf. Also, wenn ich jetzt irgendeinen billigen Scheiß rausbringe, der dann nenne ich das Mindestmist, was weiß ich, das ist dann billig und das schiebt man sich sinnlos rein. Aber das ist ja was anderes. Also, wenn ich mit meinem Vater was rausbringe, ist es ja kein Mindestprodukt so. Wie hinterziehst du eigentlich Steuern? Leider überhaupt nicht. Wenn du wüsstest, Alter, das tut so weh, ich, wie viele Hartz IV-Empfänger ich hiermit durchfütter. Aber naja, ich muss ja auch an mich selbst in der Zukunft denken. Hole ich mir alles wieder zurück. Jahrzehntelang. Yeah, yeah, yeah. Oh, was, die eigentliche Frage war ja, der 8i-Merch sieht mega aus. Vielen Dank. Aber es ist Mode. Ist der Drop limitiert? Selbstverständlich. Wir müssen ja eine bestimmte Zahl produzieren lassen und dann wird das verkauft. Geht aber auf jeden Fall auf die 300, 400. Also, ich denke, wir sollten doch 400 machen, nicht nur 300. Ich denke mal, das ist schon ein bisschen höher, die Nachfrage. Aber das Zeug ist so geil, Alter. Diese Sticke sind so krass. Also, das ist ja alles eingestickt. Auf der Hose vor allem. Also, da freue ich mich richtig drauf, wenn das kommt. Werde ich übrigens den Kong wieder besuchen in Düsseldorf. Das streamen wir da zusammen, das Release. Wild. Caputo 144, vielen Dank für den dritten Monat. Wird es wieder neuen Medensaft oder neuen Ableger geben? Ja, klar. Wenn das stimmt, danke, dass du mich daran erinnerst. Wenn der Gin rauskommt, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder so Werbegeschenke produzieren lassen, natürlich. Junge, ich hoffe, der Gin wurde im Körper des Viehs destilliert. Schauen wir jetzt die Designs. Yeah, mach mal keinen Stress hier, bra. Feier ich übertrieben mit dem Gin? Gönne ich euch und muss safe ein geiles Gefühl sein, das eigene Produkt im Laden zu sehen. Na, das dauert noch lange. Nie den Bär, das Fell des Bären schon anziehen, bevor er überhaupt erschossen wurde. Werde ich mir sicher mal gepflegt einfließen lassen. Wird mal ein Kaffee und Kuchen mit Kuchen-TV kommen? Ist es dein Ernst? Es gibt bereits einen Kaffee und Kuchen mit Kuchen-TV von mir. Oder gibt es das nicht mehr? Doch hier. Hier, geliebter Onkel. Ja. Kauft mehr Perspektiven. Mensch, hier. Also. Wann packst du aus, wenn wir uns die ganzen Designs angeschaut haben? Weil das müssen wir heute jetzt mal abarbeiten, dringend. 15 Euro kostet der von Monte. 15.000 Euro, Alter. Der PC kostet ja fünfmal so viel wie meiner. Also was? Ich verstehe gar nicht, wo da so viel Geld reingeht. Der nutzt das doch gar nicht. Der guckt doch nur Videos an und zockt auf deiner Playstation, Mann. Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein. Das muss man sich ja mal überlegen. Oh, Junge, da krieg ich Schmerzen, Alter. Begründe doch mal, was den 8i-Merch zum Mode machen soll. Bei Merch druckt man einfach was auf die Brust oder wenn es mal außergewöhnlich ist, was auf dem Rücken. Das ist der Hauptpunkt und die Qualität und natürlich der Preis. Also das sind so die Sachen, die Sachen unterscheiden, würde ich mal grob gefasst Sie meinen. Kerosin-Junkie, geliebter Onkel, ich danke dir übrigens für die Schwangerschaft. Bestellliste plus 50 Klamotten, das verstehe ich gerade nicht. Junge, wir wollen die Designs sehen, mache hin. Ich habe die bereits in zwei Vlogs gezeigt. Einmal Honk Honk und dann Wandertour 3.0. Da sieht man die doch, die Sachen. Ja. Janermeister, ja. Die war richtig. Die Bilder auszurichten bringt nichts, weil sobald hier irgendjemand, der dick ist, durchs Haus läuft oder hier durch diesen Raum, hängen die wieder schief. Konflikt, ich überlese gar nichts. Gar nichts. Danke für die 100 Diamanten. Ich vermisse das. Vielen Dank für den Sub.
Letzte Bitstone versprochen, oh Mann. Merck96, danke für den 5. Reset. Wann kommen wieder Alerts? Zeitnah. Dr. Custom, ich danke dir übrigens ebenfalls für den 3. Montana Black ist ein Gewohnheitstier. Welcher Gin ist im Maiden Gin? Alter, das tut weh. Damit implizierst du, dass wir einfach irgendeinen Gin einkaufen und den da einfüllen und unser Etikett drauf machen. Das ist nicht der Fall. Wir sind gerade noch in der Phase zu bestimmen, was in den Gin kommen soll. Und dieses Produkt wird dann erst hergestellt. Wir machen eine Verkostung und dann wird sozusagen festgelegt, welche Kräuter, welche Auszüge bla 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 da reinkommen sollen und dann werden davon die 2000 Liter destilliert. Das dauert einen Monat oder so. Und dann wird es abgefüllt. Der Inhalt wird selbstverständlich eigens dafür hergestellt. Junge, sonst würde die Flasche doch auch nicht 40 Euro kosten. Wenn wir einfach irgendwas einkaufen, billig, ein bisschen Aroma ranmachen oder so, würde die Flasche 24,99 kosten. Da würden sich zwar einige freuen, die jetzt zu sagen, dass 40 Euro zu viel sind, aber das ist einfach Mist. Das ist Müll und das kann man sich auch sparen. Deswegen, wie gesagt, das ist was Ordentliches, was wir hier rausbringen. Das dauert halt seine Zeit, kostet was, aber Junge, ich habe das früher mit diesem Wodka gemacht. Da hat die Flasche 25 Euro gekostet und da wurde das so nach dem Motto, glaube ich, gemacht. Davon muss ich mich jetzt absolut distanzieren, aber man muss ja daraus lernen. Man muss daraus lernen. Kyle030, danke für den 4. Resub Mulm. Welche deiner Bekannten erzielen in 30 Minuten die größte Auspackleistung? Na, ich würde schon sagen, das Mädenvieh eigentlich. Und dann kommt der Super-V. Das goldige Nugget, nee. Das ist schlecht, weil man ja... Ich habe keinen Weg, jetzt alle Leute zu erreichen. Es gibt sehr viele Leute, die mir zum Beispiel nur auf Twitch folgen, nur auf Instagram folgen oder nur auf YouTube folgen. Dann wird das auch missbraucht und dann... Da muss ich auch das Risiko eingehen, dass einfach nicht jeder was bekommen kann. Also, das ist aber nicht so schlimm. Muss man sich einfach beeilen. So einfach ist es. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt auf haufenweise sitzen bleibe, die ist sehr, sehr gering. Das glaube ich eher nicht. Aber, ist doch cool, wenn man was anhat, wovon es nur 400 Stück gibt. Da muss Mulm rein in den Gin. Bumbina, Sie können gerne mal in jede fünfte Flasche machen, dann haben wir auf jeden Fall auch etwas Mulm darin. Junge. Bitte kein Katzenurin im Gin, danke. Wird der Gin vom Mädenvieh persönlich verfeinert, Junge? Henry, Kerosin-Junkie, ich distanziere mich ausdrücklich. Bogglermann, danke für den Prime. Wie lang ist hier massives Gehänge im erstarrten Zustand? Ungefähr so hier. Also ich meine natürlich nur diesen Teil hier. Hör auf mir Bananen. Hollywood Clank, absoluter Ehrenmann. Peter München, ich distanziere mich, aber wenn eines Tages der Peter München Gin kommt, dann... Junge, ich bin mit dem Chat durch. Ich bin mit dem Chat auf 1, ich fasse es nicht. Oh, geil. Geil, geil, geil. Wie hast du das Mädenvieh kennengelernt? Im Swingerclub. Wird der Gin von dir persönlich geliefert? Ja, ja, auf jeden Fall. Junge, das war krank. Eieiei, ich fasse es nicht. Ich habe es echt geschafft. Bre, ich habe es verdammt nochmal geschafft. Jetzt kannst du wieder aufgehen, Junge. Das wäre geil, Alter. Wie kam der Name Mädenvieh zustande und was heißt das? Ich kann dir beide Fragen nicht beantworten. Wir wissen das beide nicht mehr. Ich weiß, dass es unfassbar klingt, aber es ist einfach so. Es ist halt wirklich wahr. Ich weiß nicht, was es bedeutet und ich weiß auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Aber das ist schon 15 Jahre oder so, das Mädenvieh. Also, das ist eigentlich richtig geisteskrank.
Naja. Was willst du machen? So, jetzt muss ich erstmal pissen und danach geht's endlich mit diesen gottlosen Designs weiter. Ich sogar mit Designs. 59 nach Dresden Hauptbahnhof über Weimar, Naumburg, Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 14.42 Uhr. Wind wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung. Hier ist was los, Alter. So. Niemals Webig dabei. Ich würde mich lieber freiwillig der Stammzellenforschung opfern. So, wie machen wir das jetzt hier? Jetzt muss ich erstmal wieder in den Flow reinkommen mit diesen gottverdammten Designs. Eine Stunde, 13 Minuten gequatscht. Ist ja Wahnsinn. Das muss ich erstmal schaffen. So. Ich zitiere meine E-Mail, die ich hier gerade bekommen habe. Ah, das ist ein Review. Du bist zur Teilnahme an unserem exklusiven Partner-Development-Programm beteiligt. Ja, ich krieg gerade eben, weil es bei mir auf YouTube scheinbar wieder gut läuft, einfach wieder angeboten, einen eigenen Partner-Manager zu haben. Junge, ich scheiß mir ein, Alter. Alter, Junge. Da haben sie anscheinend vergessen, was hier los war. Ja, massive Ehre. YouTube ist einfach nur schön. Jetzt bewerben. Nee, danke. Wirst du das annehmen? Junge, was soll ich denn da bitte annehmen? Ich brauche höchstens jemanden, der mir die Pakete nach Hause trägt, aber das machen die, glaube ich, nicht von YouTube. Nee, es ist wirklich schön, dass man so nach fast 10 Jahren, in denen man Videos produziert, einfach dann so eine E-Mail bekommt, ja, du bist ein Partnermanager, würde dir bestimmt helfen. Wir helfen dir gerne bei deinen Videos. Wir bieten dir an, kostenfrei unsere Studios im Raum Köln zu nutzen, um Videos aufzunehmen. Sowas ist das ja dann. Ja. Oh, Anfrage auf Kooperation. Oh. Ah, da guck ich mal kurz. Können wir auch mal gute Sachen hier durch? Das kann doch nicht wahr sein. Shisha, naja. Ich bin mal gespannt. So. Was haben wir sie denn hier? Habe ich bei web.de überhaupt noch Designs drin?
Hier. Okay, so. Gib mir eine Sekunde, ich muss erstmal, dass den Flow wieder reinkommt, dass ich die Bilder runterlade und euch dann zeigen kann. Eine Sekunde. Oh Junge, das war irgendwie die ganze Scheiße rauslöschen. Das ist schwierig. So. Kurvig schwierig. Gut. Okay. Stell dir mal vor, Anchor kommt jetzt auch wieder an. Die kann sich ins Knie ficken. Das ist das erste heute hier. Heute wird sich flüssig ernährt. Ein schöner Trichter. Mein mieses Oldschool-Maul. Das ist ja alt, aber irgendwie trage ich dieselbe Cap da. Also, wo muss ich denn jetzt hier drücken? Hier. Das ist dieselbe Cap, die ich auf diesem Bild habe. Das ist ein Zufall. Geil. Heute wird sich flüssig ernährt. Okay, die Schrift, die erinnert eher an die Instagram-Story des Kongs, aber das ist nice gemacht auch. Ist auch nice gemacht mit dem Bier. Gibt es eigentlich noch einen Erzfeind? Ja. Junge, neue Kameraperspektive. Die ist eigentlich nicht neu. Also die Pause ist nicht neu. Die habe ich schon ewig. Die hier ist neu. Das ist die Brio, die halt als Reaction-Cam ist, wenn ich mir was hier anschaue. War ja bisher immer die Hauptkamera, die Reaction-Cam ist. Und dann habe ich halt immer in die falsche Richtung geguckt. Das ist halt echt Mumpitz. So. Ja, ist halt aber auch ein Design, was jetzt gefühlt 15 anderen gleicht, wo das halt kaum sich wirklich stark unterscheidet. Aber an sich trotzdem auch nett gemacht. So. Das war von X Hellblau X. Hoffentlich nicht zu spät. Nee, nicht zu spät. Das ist Quatsch. Ich bin ja gespannt, wie wir die alle zusammen auswerten. Was sind das hier? Vom Niklas? Ach, kann man das mal hier hinladen? Sack. Der hat mir einfach nur das hier geschickt. Da haben die Jungs sich aber wirklich tätowiert. Das haben die mir auf Instagram nämlich auch geschickt. Richtig krank, oder? Das sind echte Tattoos. Also, die haben mir davon auch Videos geschickt und so. Muss ich echt sagen. Wild. Vor allem dieser Rollstuhl hier. Das ist. Junge, 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 Junge. Malte, ich wüsste nie, von was du sprichst. Oh. Naja. Auf jeden Fall eine ehrenwerte Erwähnung verdient. Aber das ist leider kein Motiv für Merch, glaube ich. Konflikt, geliebter Onkel, dass du ein Abo verschenkst. Das freut mich wirklich massiv. Hens, bitte bedanken Sie sich. The Basley, danke für den Prime. Und Addis, danke für die 100 Diamanten. Gibt es den Moschdehner denn wirklich? Ja, klar. YouTube Moschdehner und auf Instagram der Pareidologe. So, das nächste von Gregory. Da habe ich letztens schon nicht gewusst, wie ich es richtig ausspreche. Oh, das ist auch cool. Das ist auch geil, Alter. Lieber Herr Spahn, es folgt die digitale Ausarbeitung Ihres geliebten Sohnes, der leider Gottes am 1.6. von uns ging. Was? Ich habe echt keine Ahnung, was der Mann gerade meint. Bitte schicken Sie mir eine Menge Stift und Messer als Dank. Denn in der letzten der CDU und inzwischen. Was? Folgt mir auf Instagram @greaws und schickt mir Spanartikel. PS, mein Name ist von ugandischer Abstammung und wird Gersh Perwoll ausgesprochen. Ich glaub dir einfach jetzt mal, Junge. Das ist ja auch. Also, Junge, dieser Text, das Bild ist echt wild. Also. Alter, Miss Carolina, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Und ich hoffe, der Stream war angenehm. Hey, du warst ja die ganze Zeit bei mir jetzt hier drin. Wie kannst du ja gerade gestreamt haben? Das macht mich schon wieder fertig. Das macht mich schon wieder fertig. Vielen Arsch. Oder? Also, wir können das bitte wieder einführen, dass ihr, wenn ich die Bilder einblende, so in den Chat schreibt, zum Beispiel 8 von 10. Das ist für mich echt mit Abstand der beste
Weg, direkt Feedback zu bekommen. Hallo Max, wie war die Pepsi? Habe ich alles ausgesoffen? Komplett alle. Übrigens, auf der Flasche steht Spahn. Ey, Dusch 69, Alter. Schön, sie mal wieder hier zu sehen. Das ist ja ewig, ja. Das ist ja ewig, ja. Bitte keine Instagram-DMs. Vielen Dank. Wenn Sie einen Wunsch haben, geschäftlicher Natur, bitte ein E-Mail schicken. Und wenn der Wunsch nicht geschäftlicher Natur ist, dann bitte in den Arsch ficken. Danke. Kappa! Kappa, Kappa, Kappa! Ja. 4 von 10, man erkennt dich nicht. Echt? Echt? Ein bisschen größer? Hm? Ja? Hm. Aber an sich ist es. Ja, aber an sich ist es halt wirklich schön gemacht so. Also grafisch ist es auf jeden Fall genau das, was mir gefällt. Schau mal seitlich. Na gut, ich bin jetzt verwahrlost und ungewaschen. Die Nase ist viel zu klein. Ach, fickt euch doch alle. Junge, belehle einfach nur das. Das. So, weiter geht's. Yannick. Haben wir das nochmal überarbeitet? Letztes Mal. Hier nochmal 2 Varianten, falls du noch ein paar Ideen hast, Veränderungen, dann sag einfach Bescheid. Die sehen so aus. Heute hat sich flüssig ernährt mit dem Mädenvieh und mir mit Pfeffi, das hatten wir letztens schon, aber ich hatte noch ein bisschen überarbeitet. Und dann noch immer mit Feuer dahinter. Dann säufst du Kräuterlikör, das ist kein Kräuterlikör, das ist Pfeffi. Ja, jetzt zu wissen. Hat mir ja so ähnlich schon beim letzten Mal. Habt ihr euch eigentlich auch ganz gut geäußert dazu? Na gut. So, Helge Taube, die alte verdammte Legende. Hat natürlich auch 2 Sachen reingeschickt. Ist ja der Unterschied. Also. Wunderschönen guten Morgen, du Maul. Hier die Supi-Dupi-Wupi-Motive. Wann darf Helge Taube mal zum Amazon-Päckchen auspacken vorbeikommen? Niemand darf hier vorbeikommen. Das ist nur für enge Verwandte und langjährige Freunde. Ich kriege ja jeden Tag Anfragen geschäftlicher Art. Ich mache das nicht, um Reichweite zu generieren oder irgendwie Gäste zu bekommen, sondern ich mache das nur mit meinen wirklich Menschen, also mit meinem Freundeskreis. Schick dem Rainer mehr Essig. Davon kann man nie genug haben. Helge Taube ist cool. Helge Taube 44 auf Instagram übrigens. Das. Mr. Darkin. Nein, das sind natürlich alles nur Arbeitskollegen. So sieht das erste aus. Bier ist sozusagen in dem Trinkhelm. Sieht aber auch grafisch schon geil aus. Diese Strohhalme sehen übelst krass aus. Weil die irgendwie so eingefügt sind und sich halt von diesem Gemalten unterscheiden. Aber das feiere ich irgendwie vom Design her. Habe ich auf Instagram auch schon repostet, deswegen hat es vielleicht der ein oder andere schon gesehen. Und das hier nochmal mit Mindestwein. Ich finde das schon geil. Also viele bewerten das eher nicht so geil. 5 von 10, 4 von 10, echt? Echt? Heute wird sich flüssig ernährt. Überladen. Echt? Okay.
Bessere Qualität? Hä? Das ist super Qualität. Die Seiten sind wie Felddienstfässer, diese Klebebänder stören. Hm. Ich merke schon, es werden 20 verschiedene Designs kommen am Ende. Steffen hat es mal wieder verdaddelt. So, da sind wir jetzt durch bei web.de. Und jetzt kommen wir zu Gmail. Da bin ich mal gespannt, wie viele wir jetzt haben. Disco-Kind, bitte an die Gmail-Adresse schicken. Die ist bekannt. Kein Motiv für Merch. Lieblos hingeklatscht, finde ich. Echt? Na gut. Na gut. Der Maximal und Joden. Alter, Joden, danke für deinen Stufe 3-Sub. Alter, was geht denn ab? Joden, nimm FN. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dem Onkel und dem Metenvieh als Emote. Das ist ja der nackte Wahnsinn, Alter. Vielen Arsch. Gott segne dich, Bratan. Gott segne dich. Deine Riesenrübe kommt nicht zur Geltung, Alter. Ja, also die letzten drei E-Mails, die jetzt hier gerade gekommen sind, ist einfach die Fresse, Alter. Junge. Okay. Celine hat noch was geschickt. Lieber Max Leber zu Rosenberg. Anbei schicke ich meinen Beitrag an Ranz Kunst als Shirtdesign. Einmal mit und ohne Schriftzug. Ich hoffe, dir gefällt was davon. Vielen SARS für deine bodenlose Bewegtbildproduktion, die uns das Leben während Corona einigermaßen erträglich macht. Grüße gehen auch raus an den Wert in Forzico Tankstellenklo. Liebe Grüße, Hermann. Disco Quinn auf Instagram. So. Lade ich mal alle drei runter hier. Eine Sekunde, ich muss noch Namen. So. Und zwar sehen die so hier aus. Das ist jetzt nur das Design auf dem Shirt. Das ist mit der Schrift Flüssignahrung. Ja, würde ich das auf jeden Fall bevorzugen. Und ich muss schon sagen, das ist geil, Alter. Das ist richtig geil. Oh, endlich. Endlich schreibt ihr mal gute Bewertungen rein, wenn ich was geil finde. Oh, ich finde das so schön. Das ist übelst geil. Und zwar nicht nur wegen der Kreativität, was diesen Hohlschädel angeht, der sozusagen die Bohle-Schüssel ist, sondern wie das alles verläuft. Dass die Grafik komplett freistehend ist, perfekt. Und meine Gesichtszüge und die Haare sind ja einfach mal richtig gut getroffen. Diese riesige Zinken und alles. Das bin ja einfach wirklich mal ich. Ein simples Mulm auf dem Etikett reicht auch aus. Das ist eigentlich schon geil. Warum findest du das denn so geil? Habe ich das gerade erklärt oder habe ich das gerade erklärt? Dringend weiter essen. Das ist auf jeden Fall wirklich nice, Alter. Das ist richtig nice. Das ist einfach nur. Das macht mich schon geil. Folgt bitte alle dieser Person auf Instagram hier. Echt wild. Verdammt wild. Bra. Diese E-Mails, die macht mich einfach nur fertig. Ich scheiß mir hin. Ja, ist ja gut jetzt. Krankenschweine.
Willst du mal für eine Woche nur essen und trinken, was du geschenkt bekommst, geschickt bekommst, also, wenn ich mich unbedingt vom diesseitigen Leben distanzieren möchte? Naja. Junge, kann man sich selbst subben? Lol. Wieso kostet ein Sub bei dir 46 Euro? Ach, die Nachbarn, die sind danach. Nee, die kommen langsam von der Arbeit nach Hause, stimmt. Ganz vergessen. Ganz vergessen. Wann packt ihr geliebter Onkel Amazon-Pakete mit dir aus? Immerhin lagert ein Großteil bei ihm. Bei meinem Onkel lagern nicht die Amazon-Pakete, bei meinem Onkel lagert das Trödelmarktzeug im Keller. Also die ganzen Kisten mit den Sachen, die auf den Trödelmarkt kommen. Maspilo, danke für die 40 Diamanten. Sau, du hast mein Paket. Hast du mein Paket ausgepackt? Komm mir gerade das dazu. Ich packe hier dann später erst Kleinkram aus von Amazon. Ich packe hier nur Kleinkram aus, weil mir das über den Kopf wächst und ich das nie so gerne in Videos auspacke. Ich habe davon, das ist ungefähr ein Drittel von dem Kleinkram, was ich hier in der Wohnung habe. Also das muss unbedingt mal dezimiert werden. Fanpost und Amazon-Pakete packe ich nicht im Livestream jetzt aus. Faselaneo, danke für dein ganzes Jahr. Grüß dich, geliebter Onkel. Ich grüße dich ebenfalls. Wemsi, danke für den Prime. Und Mastpilot, danke für den 20. Resub. Nice Bugs, danke für den Prime. Und Dimdimsan, danke für den 4. Für den Biersozialismus. Mashallah, Bre. Mashallah. Kannst du was mit 2000 gelben Briefen anfangen? Nein, ich habe schon mehr als genug gelbe Briefe bekommen in meinem Leben. Danke, aber trotzdem für das Angebot. Alter, wenn das weiter so lange dauert, mache ich dir eine komplette Kollektion fertig. Naja, jedenfalls anbei nochmal eine überarbeitete Variante zum Front-Back-Motiv inklusive Mock-up. Für Änderungen melde ich via Insta-DM, du Hund! Grüße, Schmutzler. Alter. Geliebter Onkel, wenn du das hier siehst, ich brauche diese Dateien freistehend ohne diesen Hintergrund, ohne das Graue. Das ist ja wirklich ein schönes Showreel und das sind echt krasse Grafiken und ich fand das ja beim letzten Mal schon endgeil hier. Da hat er ja nur das Maul gehabt, ohne den Mindestwein und sowas. Das ist richtig gut. Schmoo Wars, High Five. Also ich muss echt sagen, das hier, ich stehe jetzt auf, weil ich mir das richtig nah auf dem großen Bildschirm angucken möchte. Das ist ja echt heftig. Also das muss auf jeden Fall auch genutzt werden. Das ist ja überheftig. Aber das muss ich auch als Sticker machen. Da muss ich definitiv runde Sticker machen. Das ist ja so geil. Das ist ja so geil, Alter. Also umso größer euer Bildschirm ist, auf dem ihr jetzt schaut, umso mehr Details könnt ihr natürlich sehen. Wer es auf dem Handy guckt, so zoome ich nochmal ran hier. Also die Grafik ist natürlich auch extrem sehr hochwertig und hochauflösend gemacht. Guckt euch das an, Alter. Hier sein eigener Name steht hier sogar noch mit drin. Das ist auch cool, auf jeden Fall. Feinster Mindestwein. Acht I hier so in den Gläsern. Diese ganzen Details. Die Grafik sehr, sehr, sehr gut gemacht. Oh, wow, Alter. Überheftig. Wahnsinn, echt. Also das ist auf jeden Fall ein Level. Bre, mach was draus. Du kannst ganz, ganz, ganz groß werden damit. Das ist echt Wahnsinn. Wirklich nice. Schmoo Wars High Five auf Instagram, der Mann. Das ist wirklich... Genießt es. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also einfach nur richtig fett. Sowas macht mich wirklich glücklich. Sowas macht mich echt glücklich. Es reicht niemals. Wo gibt es Sticker zu kaufen? Ich würde sowas natürlich nicht verkaufen. Also Sticker und sowas zählen für mich als Werbegeschenke. Die würde ich einfach kaufen und dann mal verschenken bei Treffen. Also Sticker sind immer Werbegeschenke für mich. Ich finde nicht, dass man sowas verkaufen sollte. Also, ja.
Ich möchte mich nochmal massiv bei Dimdimsan für die 5 verschenkten Subs bedanken. Wer einen bekommen hat, der soll sich bitte auch bedanken bei dem guten Mann. Gott segne dich, Bre. Und Männer, sehr danke ebenfalls. Kannst du mit 10.800 abgelaufene Eier machen? Ich schick doch endlich mal die Palette, verdammter Mann. Ich freue mich schon seit Monaten drauf. Nein, Merto. Ich bedanke mich nichts. Nicht. Brösterle, Bre. Brösterle. Brösterle. Natürlich so ein Sticker für private Zwecke. Ja, yeah, kauft mir private Zwecke. Tindling, du Schwein! Ich grüße Sie. Frederik Jeibt. So, das nächste ist das hier. Da hat jemand sich in der Mittagspause in der Sonderschule ausgetobt. Stabilbratan. Junge, das ist ja geisteskrank. Absolut stabil. Oh. Also Bilel, ich muss an dieser Stelle echt sagen, ich finde es schön, dass du was eingeschickt hast. Ich freue mich, aber hättest du dir ja noch ein bisschen mehr Mühe geben können, oder? Was nicht fertig. Geistiger Lulli. So, der gute Mann hat nochmal was geschickt. Oh, Junge, seine Datei hat einfach 15 Megabyte oder so. Ja. Das hat er nochmal überarbeitet. Ah ja, ich weiß, dass er beim letzten Mal mein Gesicht einfach nur so reingeshoppt hat von so einem Foto, Screenshot. Jetzt hat er die Grafik komplett nochmal erstellt. Wie gesagt, das hat echt ein krasses Potenzial mit dem, mit diesem Adler und so, mit der Flasche. Das gefällt mir wirklich als Motiv an sich. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit den zwei, die ich vorhin so krass gefeiert habe zum Beispiel, ist das halt nicht auf demselben Level. Also, das ist aber von der Idee schon sehr, sehr geil. Da siehst du komisch aus. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde halt, ich finde die Idee mit dem Adler, mit dem Maul und der, wenn man das mal, wenn das jemand mal macht, der sich, der das richtig gut kann und dann so diese Grafik komplett so 3D-mäßig und clean erstellt, dann ist das auf jeden Fall endheftig. Also das ist ja, das hat auf jeden Fall ein massives Potenzial. Muss ich echt sagen. So, was haben wir denn als nächstes? California. Moin Moin Max, ich hoffe dir gefällt, was ich entworfen habe. Im Anhang einmal eine PNG mit transparentem Hintergrund und ein PNG Shutters Vorschau. Sehe dieses Design als Danke für die jahrelange Unterhaltung durch deine Videos. Grüße aus Kiel. Komm doch auch mal hier in den Norden, du Schwein. Yeah! Einer deiner älteren Zuschauer, Jan. Ich hoffe, das ist Jan von 69 Minuten. 6. Okay, das sieht so aus. Das ist das Bild an sich. Das ist ja auch richtig geisteskrank. Das wird jetzt bestimmt den meisten nicht so gefallen, aber ich weiß genau, dass es einige gibt, die sich denken, ey, das will ich auf dem T-Shirt haben. Das ist was, was bestimmt mega polarisiert. Aber ich weiß, dass dieser Stil vielen Leuten gefällt. Ja, ich habe die Hand in der Hose, es juckt. Es juckt. Tut auch wirklich weh. Wasch dich halt mal. Ja, zeitnah, Bratan. Erstmal kommt der Führerschein, wo ich duschen gehe. Meister August, das ist eine interessante Idee. Ja, Tintling zum Beispiel, dachte ich mir, dass dir das gefällt. Und Bilel, ist mir klar, dass dir das nicht gefällt. Wie gesagt, die Geschmäcker sind massiv unterschiedlich. Was zuckst denn so? Alter, Konflikt, mach mich nicht fertig. Was zitterst denn so? Jürgen, danke für den 16. Resub. Ey, du miese Sau, schieb dir 16 Monate sonst wohin. Das mache ich. Das mache ich nach dem Stream. Hm.
Warum Medenvieh? Ich muss das wissen. Ich weiß es auch nicht, bra. Ich weiß es nicht. Ich bin in der deutschen Nationalmannschaft für professionelle Anilingus. Wie viele Leute haben die eigentlich ihren Schwengel geschickt? Ne, die meisten, die hetzen nur heftig rum gegen gewisse Dinge. Schwengel geschickt hat bisher, glaube ich, noch niemand. So viele random Bilder von irgendwelchen... Oh, hier ist schon das erste dabei. Das ist einfach nur ein Screenshot, wo ich nackt bin. Bei Studio 42 davon... Oh Junge, jetzt hätte ich... Alter! Ich hab da gerade gesehen, dass ich mich da zu dem Stream Deck gedreht habe und ich war jetzt ja wirklich kurz davor, auf die Reaction-Taste zu drücken und hätte das fast eingeblendet. Das ist mir jetzt einfach eine Millisekunde vorher eigentlich klar geworden im Kopf, dass ich das ja nicht einblenden kann. Das wäre es jetzt echt gewesen. Real Talk, Alter, das wäre es jetzt gewesen. Sorry, mir schwitzen gerade die Hände, Alter. Das ist echt nicht cool. Also nur zur Info, ich bin nackt auf diesem Foto. Und ich hätte das jetzt fast gerade eingeblendet, weil ich bin das so gewohnt jetzt, weil ich das jetzt halt 20 Mal gemacht habe. Ich ziehe das Bild rüber, drücke dann auf die Taste und das lief gerade so automatisch im Gehirn ab. Oh Mann, ey. Sehr geehrter Herr Feuerlöscherberg, anbei sende ich Ihnen mein Design zum Thema Heute wird sich flüssig ernährt. Designwettbewerb. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, Ihnen dieses Kunstwerk zu erstellen und zu überliefern. Ich hoffe, es mundet. Vielen Damen und auf Wiederfernsehen. Instagram Adlers and Pictures. Ach, fick dich doch. Ey. Oh Mann, ey. Nils, bitte wenden Sie sich an Jürgen Schart, das ist absolut unlustig. Was zum Fick? Wenn ihr wisst, was hier gerade abgeht, dann... Gib mir eine Sekunde, ich muss kurz was researchen. Ich habe nämlich was für einen Freund erfragt und der kam einfach gerade die E-Mail zurück. Ich scheiße mir nicht. Gut. Unbefriedigende Antwort. Hallo Max, ich hatte vor einiger Zeit mal gemacht, per Insta geschickt, aber nie eine Antwort bekommen. Okay, der Mann hat einfach vergessen, die Datei anzuhängen. What the fuck? Okay, hier geht's weiter. Statement zur Schanzensituation. Ja, ich weiß von nichts. Heute wird sich flüssig ernährt. Mindestwein und mein mieses Maul in so einem Manga-Stil. Das kam beim letzten Mal, glaube ich, nicht so gut an. Oh. Bitte nicht einfach schlecht reinschreiben. Dann mach 2 von 10, aber schlecht ist nie cool. Wenn du jetzt zuschaust und hast hier 5 Stunden für so eine Grafik gebraucht und du liest dann im Chat einfach nur schlecht, das ist nie cool. Wirklich. Mag ich nie sowas. Zieh hart einfach alles zusammen. Arsch von 10, Junge, fick dich. Ja, Arschlöcher. Wirklich. Die meisten machen ja nichts, also den ganzen Tag zu saufen, dann schätzen sie immer die harte Arbeit von anderen Leuten. Das ist echt unfassbar, du. Unfassbar, du. Man muss Credit geben, auch wenn man nicht alles immer feiert. Junge, wie viele Mist-E-Mails hier sind. So, hier geht's weiter. Das hatten wir schon. Okay, das hatten wir auch schon.
Ah, nice. Das ist, da habe ich mir gewünscht, dass der gute Mann das nochmal umändert, weil er da das Corona-Logo genutzt hat. Alter, das ist auch krank. Das ist auch krank. Da steht ja einfach wirklich SARS-Extrakt, du Gesicht. Das ist auch geil, Alter. Das ist auch geil. Dann noch mit der BASF-Jacke, Halloween. Das ist ja von Halloween, das Screenshot. Menas, so sieht's aus. Wirklich, das ist eine Drunkstream-Website, wo man alles machen darf, was man will. Alter, das ist echt, das ist ja richtig krank. Du hast eine BASF-Jacke? Ja, habe ich. Die liegt aber gerade im Keller. Die ist blutbeschmiert. Woher hatte der das Nacktbild? OF, sage ich mal so. Heute Glockenspiel? Nee, am Donnerstag. Das ist cool. Das ist cool. Ja, definitiv. Definitiv. So, nächste. What the fuck? Vom iPad gesendet. Ja gut. Ja. Nein, Polizei mache ich nicht. Rainmaker, ich distanziere mich ausdrücklich. Vor allem nicht im Chat. Dim Dim San, vielen Dank für den erneuten verschenkten Sub. Ich hoffe, das ist alles nur wegen dem Trunkentum. Junge, dieser ranzige Schnauzbart, der guckt mal auf die Augen, Alter. Das ist ein richtiges Tanzverbot-Lächeln. Geil, Alter. King Design, fick dich, Billy. Das ist mir klar, dass dir das schon wieder gefällt. Okay. Chili con Carne, Junge. Oh, mega, lol. Chili con Carne. Ja, Rainmaker ist schon besser. Redneck Max, Henry, ich habe kein Down-Syndrom. Vom Fabio ist das. Kein Instagram-Namen dazu geschrieben, der gute Mann. Vertick die Scheiße, hat er geschrieben. Das chaotisch. Guck mal ins Psychosen-Gaming. Ich glaube, der Kong hat auch was eingereicht. So. Junge, macht mich alle wahnsinnig. Kiffst du noch? Nein, nur ganz, ganz selten. Also das letzte Mal habe ich im Februar auf Lanzarote mir gegönnt. Hoffentlich ergötzt du dich an meinem zweiten miesen Werk. An der Grafik kann man auch noch was im Nachhinein ändern. Also gib mal ein paar Verbesserungen, wenn es welche gibt. Bleib stabil, geliebter Brödelberg. Gruß Mostrich8i. So, und zwar ist das auch geil. Also ich muss ja fast schon sagen, das muss auch kommen. Das ist ja mal mega geil. Nee, das muss auch kommen, Alter. Wobei das halt auch richtig geil aussieht, wenn das auf dem Rücken kommt. Das sieht halt auf dem Rücken vom T-Shirt groß mega geil aus. Aber ich glaube, ey, da mache ich so ein paar Shirts für unsere Gruppe hier, Alter. Wenn wir das so als offizielle Uniform haben, das ist ja mega geil, Alter. Ah, ich finde, dass die Schrift sogar passt. Also, ohne die Schrift ist es, wie sich mir fehlt, glaube ich, was. Aus Geschmackssache, die Schrift kann man ja auch wegmachen. Aber das ist cool. Das feiere ich extrem. Das ist nicht billig, das ist einfach nur nachgezeichnet, das Glockenspiel. Das ist ja, da muss ja jetzt auch nichts weiter dran verändert werden. Das Glockenspiel steht ja für sich. Also, das ist ja ein Statement. Das gefällt mir sehr gut. Schön gemacht, Mostrich, geliebter Onkel. Geliebter Bre, wie nutzt man jetzt diese Gmail-Funktion, dass man hier weiter scrollt? Ach, hier oben.
Oh, ich glaube, wir haben noch so 10 Designs, dann sind wir komplett durch. Dass wir das überhaupt nochmal erleben, das ist unfassbar. Okay, das sind alles keine Designs, sondern ein Durchfall. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir. Ne, das hat der gute Mann das nochmal überarbeitet. Das hat der gute Mann nochmal überarbeitet, aber ich kann mich erinnern, dass euch das auch nie so gefallen hat. Da haben wir auch gesagt, das ist halt für Sticker okay. Aber als T-Shirt-Motiv war das jetzt, glaube ich, absolut nicht unter den Favoriten. Wie alt ist denn die Schlange? 4,5 Jahre. Ja. Sorry, ich muss nochmal pissen. Ich muss halt einfach pissen. Ich muss mich entschuldigen, aber ich kann es jetzt nicht. DVS Raw, ja, Ed Adlerson. Einfach Adlerson. Mr. Zopf, YouTube, danke übrigens noch für die 10 Öcken. Vielen Master am Henry, bitte kein Aktbildproduktionen. Ja, genau so sieht's aus, Bre. Ja, auf den Mann könnt ihr hören. Mr. Zopf, vielen Arsch für den Kasten Bier. Und Brinov Tech, ich danke Ihnen ebenfalls vielmals für den Sub. So. Oh. Ja. Das ist auch geil. Nee, ich glaube, ich geh direkt nochmal mit Scheißen, Alter. Ich schaffe das jetzt innerhalb von 4 Minuten, meinen Daumen endgültig zu entleeren. Bis gleich.
told me someday I will buy galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble. In diesen 20 Sekunden Musik kann ich jetzt diese ganze Aufzeichnung überarbeiten. Das fuckt mich schon wieder ab. Dieser scheiß Autoplay, ich habe das nie aktiviert. Das macht mich gerade so unfassbar wütend. Das ging fix. Nee, 5 Sekunden und dann schlägt das System an. Es geht ja hier nicht um Twitch, es geht ja um YouTube. Oh. Mixu, ich bin alles, was du aufgezählt hast. Geht's noch in die Zone? Alter, kannst du bitte den Titel lesen, geliebte Bra? Das ist Kuchen von meiner Oma. Hundig gut. Sind die 4 Gänse schon angekommen, Alter? 4 Gänse? Grüße nach Erfurt zurück. Wer würdest du sagen, ist dein bekanntester Promi im Handy? Sido? Ich habe 2 Schweine bestellt zur Packstation. Sind diese bereits dort angekommen, Junge? Fox, was tägen in einem Monat ungefähr? Die Onkels, die feiere ich persönlich jetzt nicht so. Haben aber ein paar gute Songs. Hast du schon mal was gearbeitet? Ja. Ja. Morgen wieder spiele, davon distanziere ich mich. Ich sitze nur rum, quatsch Müll und fress Kuchen. So, jetzt sind wir alle wieder wach. Jetzt geht's weiter. Fox, ich bin dein Onkel. Hoffi, du miese Sau. Das ist die beschissenste Cap, die es jemals zu kaufen gab. Vielen Dank, dass du sie trägst. Oh Gott. Verballerter Kunde, danke für den 3. Prime.
Lasse Mast, nein. So, weiter geht's. Jetzt werden wir heute nicht mehr fertig. Das hat man alles schon. Ich komme nie ganz klar mit der Web.de. Mit der Gmail-Dings, diese E-Mails habe ich doch alle schon euch gezeigt. Die noch nicht. Das blanke Huhn, sehr geehrter Herzberg. Anbei finden Sie ein belangloses Spaßdesign, welches ich mit 4 Piccolo-Intos erstellt habe. Mit besten Grüßen und viel Uga Uga, das blanke Huhn. Das ist wirklich unter aller Sau. Es ist unter aller Kanone. Pack mal Pakete mit einem Call Girl aus. Habe ich doch letztens erst. Kappa! Oh, wir haben auch noch was. Hatten wir das nicht auch schon? Achso, nee, das ist nochmal überarbeitet von dem guten Mann. Was ich letztens erbeten habe. Und zwar ist das hier. Naja, Mühl, Brauerei Herzberg Dresden, 8% und das wird mir massiv eingeflößt. Das ist eigentlich auch nice, oder? Die Bewertungen, die müssen hier reinballern, Alter, die Junge sparen. Gut, ja, sehr weibliche Augen, Junge, ich bin eine stolze Frau. Hey, wer ist denn hier getriggert? Ist ja keiner getriggert. Bitte kein Milfhalter, Hunter, bitte keine Aufforderung, dir in den Hals zu coden, danke. Das muss ich leider entfernen. Warum kann ich die Nachricht nicht löschen? Gut, okay, Twitch will, dass sie bleibt. Dann lassen wir es. Nachricht kann nicht gelöscht werden. The fuck, Alter? Das steht ja sogar da. Geht klar. Machen wir das so. Mir ist es ja wurscht. Ich kann einfach nicht gelöscht werden. Was ist denn das? Wie macht der Elefant? Adlersen ist meine Mama. Die Grafik ist leider sehr klein. Die ist so klein? Flüssiges Leben steht auf dem Griff und mein mieses Maul ist da reingeschoppt. Diese Grafik ist so unfassbar winzig. Wenn man die ranzoomt, also damit kann ich gar nichts machen. Woher hast du deine Rammstein-Bettwäsche? Die Rammstein-Bettwäsche, die habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Vor 10 Jahren. Die gibt es bestimmt nicht mehr jetzt erhältlich bei Rammstein. Ne? Ruhe sanft hieß die. Oder heißt die? So, wir haben jetzt noch 3 Designs. Ah, geil, der Mann hat die ganzen Sachen nochmal überarbeitet. Wie kann ich denn das überhaupt runterladen? Ach, hier. Was ich mir gewünscht habe, beziehungsweise auch ihr euch gewünscht habt, das ist cool. Das ist cool. Das ist echt richtig verdammt geil. Den muss ich direkt mal bewahren und antworten. Ehrenmann. Das ist von alles von der Dome. Wartet, ich zeig's euch sofort. Eine Sekunde. Mann! Also der Dome mit Doppel-O. Hat die alle nochmal einzeln gemacht. Der hat mir damals so eine Compilation geschickt aus den ganzen Flaschen zusammen. Und das so als einzelne Dinger, Emotes oder wie auch immer, ist das echt cool. Hektormeister.
bis auf den Met, bis keiner mehr steht, halt den Originalprodukten nachempfunden. Pfeffi-Pause, halt übelst geil, schickt mir Essig und fand so Mädchen destilliert in der Waschmaschine des Schänders. Also das ist schon, das hat echt was. Und das ist halt, die Sachen sind halt richtig geil, wenn man die sich klein auf die Brust macht und dann hinten zum Beispiel, das Glockenspiel aufs T-Shirt. Und zum Beispiel hat ja jeder bei uns hier sein Lieblingsgetränk. Zum Beispiel Käfer zum Beispiel oder Elias trinken am liebsten Jägermeister, dann kriegen die ja das drauf. Ich trinke am liebsten Pfeffi oder Schänder und so, und dann kriegt man das halt. Junge, das macht mich alles so geil. Der Dome, absoluter Ehrenmann, das ist richtig cool mit den Flaschen. Ja. Das ist echt. Leute, ich liebe euch wirklich. Die ganzen Leute, deren Designs dann wie verwendet werden, die lade ich alle in den Biergarten ein zu einem absoluten Endzuff. So, das war's. Mit den Designs. Wenn jetzt irgendjemand noch was hat, schickt das mir. Ich gucke mir das auch an. Keine Frage, aber noch ein Livestream zum Thema wird es nie geben. 3 Livestreams reichen ja auch wirklich aus. Das ist ja geisteskrank. Und hier waren Sachen drin, Alter. Geil. Ich gehe um diese Zeit nicht in die Zone. Also wenn ich zocke, dann auf jeden Fall so zwischen 12 und 15 Uhr. Später würde ich das gar nicht anfangen. Und dann fange ich den Stream auch damit an. Und nie mittendrin. Also wer den Titel nicht lesen kann, das hier steht Designs auswerten und Kleinkram auspacken, der sollte weniger zocken, sondern vielleicht mal den Duden auswendig lernen. So. Also nur Front Brill. Spätestens 17.18 Uhr. Das Schwein kommt dann noch vorbei. Dit Schwein! Oh. Topfkratzer, Alter, der war gut, der war wirklich gut. Lül. Malzmeister, übrigens, danke für den 7. Resub. Guckt alle mal öfter beim Malzmeister 97 rein. Der miese Mann macht mich immer wieder verdammt geil, indem er sich zusäuft. Der Stream letztens von der Tanke war absolut legendär. Heinrich von Klick, danke für den 11. Prime. Und Bassanator, danke für 500 Diamanten und deinen 16. Resub, Alter. Kuss aufs unabgewischte A-Loch. Schick mal einen Link rein. Hier, Malzmeister97, der Mann, der gerade den Winnie Pooh reingeschrieben hat. Dem sollte man auf jeden Fall einen Follow da lassen. Wirklich. Miese Drecksau. Hast du schon eine Psychose oder kommt die noch? Ich hab eine. In meinem Freundeskreis. Die heißt Kong, der echte 8i. Big Flo, danke für die 100 Diamanten. Hey Max, weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber du siehst voll diesem Timo Werner ähnlich. Ach, wirklich? So, machen wir das jetzt logistisch am besten. Hier kommt der Müll rein. Hier kommt der Kram rein. Das ist, ach, Junge, dieses Kleinkramzeug, das ist echt übelst belastend. Chaot, Alter, du hast echt eine Lohnerhöhung verdient. Dann natürlich vom Kong. Kauft mir Gürtel. Warum Cap mit flachem Schirm, du Sau? Es wurde sich über meine andere Cap beschwert, da wollte ich mal die von Mickey aufsetzen. Vielleicht zockt der Mann mit mir dann mal eine Runde Bronze und man muss ja immer. Darf nie vergessen zu lutschen. Gruß von Kim. Über ein YouTube-Review würde wir uns freuen. Eventuell taugt dies auch als neue Maske für den Schänder oder die Flöte. Grüße an unseren Port von Max BDSM-Berg. Oh. Mal gucken, ob ich das euch jetzt zeigen kann. Ist das legitim? Also
Weiß ich jetzt echt nicht. Ja, also ich sag mal einfach mal danke. Das ist ja auf jeden Fall jetzt Zeug, das ich jetzt durchaus zur Erweiterung meines Arsenals hier nutzen kann. Also jetzt nicht für mich selbst, aber das finden wir cool. Okay, das ist ja nichts Schlimmes. Also warum soll ich das? Es gibt jetzt keinen Grund, das nicht zu zeigen. Das ist ja an sich eigentlich legitim. Oder? Nee. Ist doch absolut legitim. Ich meine, ja, ist auch nichts dabei. Würde ich jedenfalls mal behaupten. Ja. Ich war 2 Minuten weg. Was ist passiert? Chaot, du darfst mich nicht allein lassen. Ja, neues Mitglied bei Genetik. Ja, da, genau daran habe ich gerade gedacht, Alter. Genau daran musste ich gerade denken. Ich scheiß mir ein. Oh, Mensch, hier. Ja. So lieben alle im Mittelalter rum. So sieht's aus. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann nur sagen, vielen Mastern. Das Gute ist, dadurch kann man trotzdem noch saufen. Boah, ist das warm. Carolina, ich würde damit lieber ein paar andere Partys vorschlagen. Wenn Sie mal Zeit haben, melden Sie sich bitte. Boah, dieser Zopf dazu, Alter, das macht mich schon dezent wild. Und Malzmeister, hau doch bitte dein Geld mir nicht in den Rachen, sondern investiere es in feinsten Kaliskaie, du Schwein! Trotz dem vielen Arsch. Nee, ich muss echt sagen, das hat mich glücklich gemacht. Jetzt rieche ich auch noch nach Latex. Das ist einfach nur eine Mine. Kugelschreibermine ohne Zettel dazu. Malzmeister, du sollst aufhören! Bitte kein Putin im Chat, vielen Dank. Aber danke für die netten Worte darauf. Mehr Suff. Genau das sage ich doch, Alter. Investier dein Geld bitte nicht in Diamanten, sondern in verdammten Suff. Gott segne dich. Bra. Gruß von Philipp. Wir sollten alle mehr Bälle fangen. Vor allem. Junge. Also manchmal ist es echt brutal. Also einmal will ich den Ball jetzt fangen. Wenigstens einmal. Wild. Anders wild, Bree. Das war mal das Finalspiel bei einer Schlag den Raab-Folge. Alter. Alter. Das ist aber intens. Ja, bin noch nicht sicher, was ich jetzt in meiner Ferienvilla für ein Parkett verlegen werde. Danke für die Inspiration. Dann Alter, ja! Bitte
bitte keine gemischten Böden in der Wohnung angeht. Diesen Ordner kann ich auf jeden Fall verwenden, wenn ich mal vor Gericht bin, wegen schweren Straftaten. Das ist immer praktisch. Jetzt habe ich auch schon 10 Stück davon oder so. Also ich weiß, dass es Proben sind, aber ich weiß nicht mal von was. Bitte keine Proben, danke. Macht mich alles sauer. Dim Dim San, danke für die 100 Diamanten. Hab schon 4 Kästen, bra. Ja, dann lass es doch 6 oder 7 werden. Lad noch ein paar Leute ein. Mensch, kann doch nicht sein hier. Und Herr Helmes Swinger, danke für den Reprime. Moin, Jens, du geiler Penisfuß. Ich distanziere mich ausdrücklich. Von Minen. Dying Light 2, ist das ein Spiel? Ich zocke eigentlich nur Battle Royale Spiele und GTA 6. Wo ist denn nirgends ein Zettel mit dabei? Piski. Ein polnisches Ausmalbuch für Hunde. Das werde ich einer meiner polnischen Töchter schenken. Piski. Hund! Marvin, bitte nicht. Das ist was, was wirklich der Schänder gebrauchen könnte. Junge, Alter. Franco, du bist heute. Du bist heute. Genieß es. Schönen Tag noch, Mete. Du musst mehr saufen, dann ist es nicht mehr langweilig. Aber wer kam denn auf die Idee mit dem verschissenen Parkett? So ein Müll. Raff, bitte. Hier wird niemand gebannt, das ist alles nur 5 Minuten Pause. Damit mal wieder. Klar, kommt in der Melone drinne! Bitte keine Politiken der Fanboss, sonst gibt's einen Timer, danke. Was hat deine jetzige Rostlaube für eine Grafikkarte? Eine GeForce RTX 2080 Ti Triple X Trio oder wie die heißt. Donau Eco. Post-it-Zettel. Vielen Mast da. Wie viel Mörtel kam schon an? Das bin ich immer gut losgeworden. Alter Peter München, gute Besserung, was den Tripper angeht. Scientology, ein Überblick. Junge. Bin ich bei denen von Scientology in der Verteilerliste. Vielen Dank auch. Vielen Dank. Robert, wir haben die Designs bereits ausgewertet, geliebter Onkel. Also die Malbücher, die sind wirklich... Ein Gruß von Sascha. Lieber Max J. Herzberghoff, bitte aus Malski. Bliat von Pseudomonas. Ja, ich werde es meiner Tochter geben. Du kannst ja trotzdem saufen, Junge. Wollt ihr mich irgendwie loswerden? Wollt ihr mich im Grab sehen? Ich kenne die Antwort, warum frage ich eigentlich? Ja, Nazial, da hast du allerdings recht. Ein Kniss, wow, danke für den Resub, je. Ein Gruß von Florian, hierbei ein zweiter Teller. Bitte verwende sie im nächsten Kochvideo. Wir brauchen mehr Kochvideos. Huhn von Sektion Mast. Lul, das ist einfach wirklich ein Teller. Grüße gehen aus dem Kevin Teller. Die Adresse,
Die Adresse ist immer dieselbe. Parkstation 108. Das ist ein Teller, mit dem man eigentlich Gold wäscht. Es muss viel mehr Gold aus Flüssen gewaschen werden. Schickt mir Teller. Sven Sparren. Sind alle Nähen dicht. Bitte keine Damen binden. Ich bin jetzt gerade erst alle losgeworden, Alter. Monsterparade, bitte keine Bomben im Chat, danke. Nie böse gemeint, aber das sieht Twitch nie gerne. Ich freue mich, dass du hier bist. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Darf man einfach Adressen zeigen? Junge, das ist meine eigene Packstationsadresse. Da wohnt doch niemand. Also jedenfalls hoffe ich, dass da keiner wohnt. Das ist ein Unterteller für Blumentöpfe. Gruß von DHL. Ich grüße meinen Kollegen Peter Altmaier von Sven Spahn. Grüße gehen raus. Wir alle fertig. Kamen die Baden-Württemberg-Sticker schon an? Junge, ich habe hier locker 300 Pakete liegen. Ein Lineal. Können Sie mir Opera empfehlen? Von Maximilian Linealberg. Nutze ich gerade und ich bin froh darüber, ja? In der Tat. Franco, einfach nur das. Warte mal, Rechnungen? Warte mal, was ist denn das für eins? Ich brauche nämlich so ein Buch. Nee, so ein Rechnungsbuch brauchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber vielen Dank, das werde ich auch los. Schickt mir Rechnungen. Geil, die erste Kiste ist gleich leer. Yeah. Fortschritt in dieser ranzigen Bude. Es geht nichts über den Fortschritt, Alter. Nichts. Schickt mir Fortschritte. Snapshot, danke für den 11. Monat. Dabei war mein Abonnement weg. Das ist eine Sauerei. Und Aspirin, danke für den Prime. Kauft mir Aspirin. Wenn man dir Rechnungen schickt, bezahlst du sie dann auch. Nein! Mein Jarro, das ist auf Twitch nach wie vor nicht gestartet, geliebter Onkel. Der erste Federdeckel. Ich hoffe, der letzte. Ein Gruß von Luis. Es ersteift meinen, an diesem Wahnsinn teilzunehmen. Den Federsteckdeckel bitte wahllos einführen. Der blanke Hohn. Affenhals! Danke für den Resub. Ja, Affenhals. Und Nies WoW, ich danke dir auch für den Prime. Bezahlt die Krankenkasse deinen Rollstuhl? Ja, zum Glück, ja. Ich habe hier auch neue Carbonfelgen jetzt. Was ist denn das? Bitte keine Korkringe, danke. Das ist eigentlich keiner, das ist eine Bachdichtung. Darf ich dir 30 Kilogramm getrockneter Futtermais schicken? Ja, gerne. Der wurde mir letztens dankend abgenommen. Ja, ich wohne hier. Und Benny, danke für den Sub. Gott segne dich. Bre. Ein Gruß von Niklas. Sehr geehrter Erdferkelberg. Beste Grüße vom schimmelnden Sofa aus Emskirchen. Mulm vom Wunderzug. Vielen Dank für den Kamillentee. Schimmel den Sofa, Alter. Bitte keine Paletten schicken, vielen Dank. Wann bist du mal bei Ditsche zu Gast? Ich bin der Dauergast, ich bin die Schildkröte. Bis wie viel Kilo erfolgt die Zustellung in der Packstation? 25. Alles, was drüber liegt, kommt in die Postfiliale. Beziehungsweise, wenn es zu stark drüber geht, dann wird es einfach zurückgeschickt.
Das Praktische ist, wenn ich in die Postfiliale komme und ich sehe wieder, dass mir einer Dachziegelproben bestellt hat, kann ich dort direkt sagen, ich verweigere das und dann schicken die das zurück. Aber bei dem Enmar hat er dann gesagt, dieser magere Mann in der Postfiliale, der Absender verweigert eine Rücksendung oder so. Und da hatten die dann einfach von der Post dieses Paket mit den Dachziegeln auf dem Hals. Und dann mussten die das irgendwie entsorgen. Ich musste mir dort so das Lachen verkneifen. Der Typ sagt so, na, wieso bestellen Sie sich denn Sachen, wenn Sie die nie brauchen? Ich habe das nicht bestellt. Wie, Sie haben das nie bestellt? Alter, und da hat er dann mir erklärt, dass die das dann mühselig entsorgen mussten. Ich habe mir eingeschissen. Das war geil. Was versteht ja auch kein Mensch. Das ist schon lustig manchmal. Wieso keine Paletten? Wenn jetzt eine Palette Bier käme, wäre es doch perfekt. Henry. Eine Palette Bier, Alter. Seid alle verrückt. Schickt mir Bier. Schickt mir Federdeckel. Ein Gruß von Markus. Wann werden alle Deckel auf die Elbe freigesetzt, um einen riesigen Staudamm aus Federdeckeln zu erschaffen? Ich wollte es einmal erlebt haben, einen einzelnen Deckel bestellt und verschickt zu haben. Von Markus aus Chemnitz. Ich hoffe zeitnah. Dafür brauchen wir noch 17 Millionen solche Deckel. Liegt nur an euch. Der Onkel arbeitet hart. Ich bekomme dann noch Besuch, hab ich doch gesagt, Mensch. Hab ich doch schon angekündigt. Ich krieg dann noch Besuch. Vielen Dank für das LAN-Kabel. Und für den mageren Hefter. 80 Kästen sind eine Palette. Ja, dann schickt mehr Paletten. 80 Kästen. Ist das dein normales Bett oder wie? Ist denn die Vorstellung so abwegig, dass ich das dann einfach abräume und darauf schlafe? Die Bettwäsche ist seit 2,5 Wochen drauf. Die habe ich extra vorher drauf gemacht, bevor der Kong hierher kam. Also nee, 2 Wochen erst, glaube ich. Wie lange ist das noch gar nicht, ja? Ein Gruß von Jakob. Geliebter Onkel, ich hoffe, Sie haben Freude an Ihrem Abzweigdosendeckel. Vielleicht lässt sich damit der Analausfluss des Seibs stoppen. Viele Grüße aus Chemnitz. Carolina, schön, dass Sie wissen, wie lange ich meine Bettwäsche drauf habe. Das macht mich irgendwie glücklich. Peter, komm her. Dann kannst du sie gerne verbrennen. Und ja, die Bettwäsche habe ich auch 2-mal, das stimmt. Gruß an Maximilian. Baut mehr Besen-Doppelmops von der Wischmob-Experte. Alter. Robert, natürlich traue ich mir das. Das ist mir doch Boogie. Wenn der irgendwas hier nicht passt, kann sie gerne ein Hotelzimmer ausgeben. Bist du nachher beim Kong im Stream zu Gast? Das ist möglich. Wann streamt denn der Hund? Schickt mir Wischmoppe. Möppe. Ich habe eine geile Frisur. Von Enrico. Junge. Das Hotel vom Schänder. Junge, das... Also welche Dame würde so ein hübsch dekoriertes Zimmer ausschlagen? Junge, das. Junge, Wischmöpse. Omega. Kurz, wie geht's dem Zahlschwein vom Männertag? Der Mann heißt C. Bakter bei Instagram und er lebt noch. Wo bringst du eigentlich den ganzen Papiermüll unter? In den Papiermülltonnen. Gelegentlich auch im Arsch meiner eigenen Oma. Vielen Dank für die Zahnbürste, da wird sich meine Tochter freuen. Hm. Zieht euch denn so? Ich sollte nicht mehr saufen. Gruß von Dominik. Ein Gruß von Dominik. Jetzt hast du was, um dein geschundenes Maul zu reinigen. Mulm, kauft mir Huhn, ich liebe Dominik.
Junge, bitte keine Zentralheizung in dem Chat, vielen Dank. Meinung zur Tierquälerei. Aber jetzt habe ich die Antwort von Montani im Kopf. Es gibt nichts, was mich aggressiver macht, als diese italienischen Rechnungsblöcke. Lock. Das sieht irgendwie praktisch aus, aber ich weiß nicht, wofür ich es jetzt verwenden sollte. Für Dual Cock. Dicke Cocks im Chat, danke. Bitte keine Läuse in der Fanpost, vielen Dank. Schickt mehr Läuse. Weniger Federsteckdeckel. Ein Gruß von Tom. Grüße an den geliebten Bruder Mike, die Sau von Delmenhorster Oberbürgermeister. Wer kam denn nochmal aus Delmenhorst? Konge gegen 22 Uhr live. Weiß ich noch nicht, was ich da noch mache. Graves, der Erzfeind, ist ein leidenschaftlicher Fanta-Trinker, aber andere Eigenschaften von ihm kenne ich ehrlich gesagt nicht. Max Brödliberg von Ratio Farm. Vielen Dank für diese Broschüren auf jeden Fall. Die schickte mir ein paar Jahre zu spät. Ich kann nur sagen, Kinder, nutzt Kondome. Ja. Mo, bitte. Lass dem armen Franco doch jetzt mal ein paar Minuten Ruhe hier. Das ist. Gruß von Silvio. Eines Tages wirst du auf dein Leben zurückblicken und mit Stolz behaupten können, dass keiner mehr Abzweigdeckel ausgepackt hat. Ja? Glaube, das war's dran. Selbst im Fachhandel unter Elektrikern haben die Leute nicht so viel ausgepackt. Der grüne Teufel, entschuldige. Ach, Bre, genieß es. Misanthrop, ich grüße Sie ehrenwert. Schickt mir Zahnstocher. Nein, danke. Was war das coolste Paket, das du je bekommen hast? Ich würde mal sagen, das hier. Mit einer 5 Packung Backpulver. Das Zeug kann ich in kleine Baggies verkaufen. Und Hector Panzer zahlt mir im Vollsuff jedes Mal einen Fuffi dafür. Also ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Nee, eigentlich kein Kappa, der Mann bäckt nämlich leidenschaftlich Kuchen. In seiner Nase! Kappa! So. Hallo. Ruhe hier draußen. Grießklöße. Oh nee, Alter, ich wurde massiv gehostet. Oh je, meine, das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht gut. Wurde ich überhaupt wirklich gehostet? Doch, ich glaube, es ist echt. Diese Benachrichtigung ist aber auch komisch. Hä? Wieso sehe ich denn das hier nur so nebenbei? Host von Tifio, ja, wahrscheinlich.
Marley TTV, obwohl mir ihr Name absolut massiv missfällt, weil ich es so unendlich hasse von Leuten, die TTV im Namen haben, gekillt zu werden bei Warzone, möchte ich mich massiv für den Host bedanken. Ich hoffe, sie hatten einen angenehmen Stream. Und ja. Hat aber doch nicht funktioniert. Deswegen hat es nicht funktioniert. Der Host ging zwar rein, hat es wieder weg. Ja, das sind wir in der richtigen. Das sind wir in der richtigen. Er wird einfach. Wisst ihr? Er wird einfach. Er hat einfach gehostet. Und dann ist der Host aber gar nicht echt. Das fällt mir auf. Ich bin nämlich vom ganz alten Eisen. Ich bin nämlich vom ganz, ganz alten Eisen. Hier ist nämlich gar kein Host auf dem Kanal. Das ist ein Follow wert, Alter. So ein Five-Head-Move ist mir den Follow definitiv wert. Ah, jetzt bin ich hier da. Jetzt bin ich. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich hier. Ah! Ja! Ich scheiß mir ein, Alter. Ich scheiß mir ein. So, nice. Gut, ich hol mir das mal was zu trinken. Ich hab nämlich Brand. So. Kauf mehr 5 Köpfe. Warte mal, einen entspannten Song hier. Ach, deswegen habe ich das gerade aufgemacht. Na, erstmal die Banane essen. Erstmal die Banane fressen. Wo hast du das Trikot her? Das habe ich von so einer Instagram-Seite, die Retro-Sachen verscherbeln. Das ist, glaube ich, älter als ich, wenn das echt ist. Da haben wir uns mal im Stream stundenlang drüber gestritten, ob das echt ist oder nicht. Aber es ist, glaube ich, eine Edition gewesen von 1990. Aber das ist nur die Edition für die Trainingstrikots der Fußballer gewesen und die gab es nie zu kaufen und deswegen haben alle gedacht, dass es einfach fake ist, aber Junge, das war richtig geisteskrank. Ich grüße die Suff-Gang. Klingt auf jeden Fall sympathisch. Bitte keine Latex-Anzüge, danke. Junge, schickt mir Ameisenvölker, das. Nein, Mo, das stimmt nicht. Das ist nur mein Nebenjob hier. Ich habe während des YouTube-Bans zu den größten Teilen von Twitch gelebt, aber komplett von Twitch leben kann man auf jeden Fall nicht mehr ansatzweise in meiner Dimension hier. Co-Gamers, bitte. Ja, Carolina, ich wollte doch gerade mir was zu trinken holen. Mensch, bitte. Aber Frau Misanthrop, ich danke vielmals für den Prime. Gott segne dich. Gott segne dich. Ja. We'll be right back.
Der Song heißt Pain von Moshtek. Pain wie der Schmerz auf Englisch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gin Lossi ist das. Da waren letztens 3 Flaschen in der Fanpost. Die sind jeweils 200 Milliliter. 2 davon habe ich den Mädchenvieh schon mitgegeben. Mit 200 Milliliter, das ist echt eine Sauerei. Junge, da soll noch mal einer behaupten, dass 39,99 für eine Flasche Gin 07 teuer ist. Also was den Maiden Gin angeht. Der hier kostet ja einfach mal 07, 54 Öcken, das ist schon viel. Aber 5 volle Sterne, Alter, krass. 5 volle Sterne. Und die 02 Flasche kostet 17,35, Alter. Junge, ihr seid aber verrückt und schickt ihr mir so gutes Zeug. Das habe ich gar nicht verdient. Das ist mal massiv verkostet, 44%. Aus Bielefeld kommt der. Hm. Oh ja. Yeah. Die waren nicht in der Fanpost. Ah, der echte Vater ist auch noch hier. Maidenvieh 1969. Warum hast denn du keinen. Ich hab dir doch schon mal VIP gegeben. Hat funktioniert. Ach, Ehre, Alter. Ehre. Michi 5 hat Maidenvieh ins abgeschenkt. Gott segne dich, Bratan. Gott segne dich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt ist das Vieh auch noch hier und regt sich bestimmt gerade innerlich auf, dass ich einfach den Lossi ohne ihn verkoste. Ostwestfalen Dry Gin. Trink einen für mich mit. Habe durch Zufall gerade reingeschaut. Ja. Ich hole eine Flasche Gin und du kommst direkt her. Der riecht auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe jetzt leider kein Eis. Aber dafür wird standesgemäß aus dem Merkur-Magie-Glas getrunken. Also auf jeden Fall schon massive Ehre für sich. Lass es dir schmecken, ich rieche das. Das ist alles krank. Gibt nichts Besseres als Vater, so und so. Bitte verantwortungsvoll trinken. Yeah, yeah, yeah. Gleich kommt er rum, er hält das nicht aus. Ich würde es nie wundern, wenn der Mann ja gleich vor meiner Tür steht. Wirklich. Hazardous Elixir 69, übrigens irgendwie die 3 Euro. Huhn! Für die 2 mal 3 Euro. Huhn! Vielen Mast, oh, mal 2. Und Take It Easy, danke für den Prime Sub. Gott segne dich. So, das war sehr stark gemischt. Normalerweise machen wir immer das, dieselbe Menge auf ein bisschen mehr, aber naja, mal gucken. Bin ja mal gespannt. Live-Gin-Verkostung hatte ich auch noch nie. Der riecht irgendwie. Der riecht eigentlich kaum. Was war die längste Zeit, in der du keinen Alkohol getrunken hast in den letzten 5 Jahren? Mmh. Mein lieber Vater, der würde auf jeden Fall schmecken. Das bin ich mir sehr sicher. Hm? Mir fehlt nur Eis, aber das ist was Edles. Also, ist eigentlich jetzt nicht so meine Richtung, aber das kann man sich ab und zu mal geben. Ich überlese mit Absicht gar nichts, geliebter Onkel. Michi, danke erstmal für den Resub. Undercover King Lion, danke für die 5 Diamanten. Eine Frage hätte ich da noch an dich, kleinen. Wenn du ein kleiner Lappen bist, ist deine Mama dann ein Wischmopp? Das fragst du bitte das Vieh. Und Kuni, danke für 30 Diamanten. Du hast doch eine besondere Stelle in dem neuen Vlog von Kong übrigens. Hab ich extra mit reingeschnitten. Junge, Junge. Bitte in der Flöte öffnen und dem Video geben. Big Flow, ich distanziere mich ausdrücklich. Und Tom, danke noch für die 40 Diamanten. Die macht mich alle fertig. Warum hat man deine Mama nie gesehen? Die hat man früher sogar öfter gesehen. Aber jetzt nicht mehr. Das reicht aus, wenn ich das Vieh zeige.
Henry. Selbstverständlich T-View, Alter. Das ist so eine Frage. Nee, dein Ernst, oder? Er wird sich da wieder für Askers entscheiden. Also nur Freund an Askers, guter Mann, sehr guter Spieler, aber natürlich T-View. Junge. Aber wie viele Pakete hast du insgesamt geschätzt schon bekommen? Ja! Ja! Hier, mein lieber Vater, falls du nur zuschaust, diese verdammten italienischen Dinger. Es gibt nichts, das mich wütender macht. Also, naja, gut. Einkommenssteuerabrechnung. Priest, ich mache mir jetzt auch einen. Oh, herrlich. Das gefällt mir. Schon mal Desinfektionsmittel getrunken? Ja, live im Stream. Wisst ihr das nicht mehr? Gruß von DRL. Guten Tag, Herr Hodenkobold. Hiermit sende ich Ihnen die feinen Deo-Roller, damit sie untenrum gut riechen. Eins für linke, eins fürs rechte Ei. Viel Spaß beim Einreiben und Mulmen vom Hodenkönig. Kent Dobmeier. Ich weiß ja nicht. Ich distanziere mich ausdrücklich von Deo-Rollern, das ist absolut widerlich. Einfach mit so einem Ding hier, dann ist ja das, da klebt das ja alles an dieser Kugel und das verwendet man ja immer wieder. Ich meine, ich rieche gerade ganz angenehm eigentlich, aber so ein Sprühdeo ist doch viel besser. Also empfehlen doch die verdammten Aerosole bei so einem Roller. Also ohne Aerosole fühlt sich das irgendwie falsch an, Deo zu verwenden. Die Atmosphäre muss weg! Weg! Weg mit der Atmosphäre. Vielen Dank für die Mama-Nudeln. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Graffiti gemacht, geliebter Onkel. Gruß von Ben. Guten Hunger, du mieses Schwein. Vielen Master. Holzwurm, in dir muss ich jetzt kurz Google benutzen, um zu wissen, wen du hier meinst. Ah, okay. Ich dachte, das ist ein Pornodarsteller. Langweilig. Ja, Franco ist richtig so. War nur ein türkischer Schauspieler. Ich gehe mal davon aus, dass der jetzt nichts Schlimmes gemacht hat sonst. Ja, Alter, Junge. Okay, ich bin gleich wieder da. Wenn das jetzt auch gekommen ist, ist das Outfit ja komplett. Das muss ich jetzt kurz anziehen. Das ist ja einfach nur... Junge. Das ist ein Traum. Das muss auf jeden Fall noch sein. Das muss auf jeden Fall noch sein. Junge, ich scheiß mir ein. Jetzt kommt
Junge, dieses gottverdammte Mikrofon. Ihr habt jetzt nichts verpasst, was ich gesagt habe. Das ist einfach ein komplettes Bier-Outfit. Ich bin das menschliche Bier. Junge, möchte mich hier irgendjemand zufällig exen von euch? Das macht mich einfach nur geil. Das macht mich einfach nur so verdammt geil. Ja. Woher? Ich weiß es nicht. Das ist aus der Fanpost. Ah, die Hose, Alter. Die ist wild. Das ist auch nicht mal so asozial. Das ist nicht mal so auf dem Malle-Level. Das ist eigentlich schon absolut salonfähig. Streamst du jetzt wieder öfter? Ja, so zweimal die Woche. Ich bin da nicht muted. Ich bin noch wieder da. Der Hautkrebs kommt. Wieso? Ein Gerichtstermin. Alter. Junge, wenn ich gemutet bin. Junge, wenn ich gemutet bin. Geistiger Unrat. Das neue italienische Arbeitsrecht mit allen Reformen des Jobs Act. Selbstverständlich hat mein Vater den Erzfan schon in Real gesehen. Unzählige Male. Bitte denn die neuen Gesetze einhalten. Por favor. Nein! Ich distanziere mich ausdrücklich von dem Nachnamen, Alter. Oh, Henry. Ich distanziere mich von diesem Italiener. Schickt mir Vino. Liest kein Chat abgehoben. So sieht's aus, geliebter Bruder. Die Bauwong-Brüder, danke für die 21 Diamanten übrigens. Schickt weniger Schäferdeckel. Ein Gruß von Daniel. Ich grüße dir auf jeden Fall den Absinth-General, aber das kann ich leider nicht vorlesen bei Twitch, sorry. Das kann man auch nirgends anders vorlesen, aber... Alter. Ich bestell jetzt was. Brauchst du auch was? Nein! Der Vater schreibt schon wieder rein, mehr Bier. Das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Wenn ihr keinen Sound habt, dann müsst ihr euch dringend mal ein Bier machen oder ein Gin Tonic. Was? A629184 abonniert auf Stufe 1 für 6 Monate im Voraus? Wie 6 Monate im Voraus? Hä? Ist das ein Anzeigefehler oder geht das wirklich? Alter, krass. Du kannst auch für 12 Monate im Voraus holen. Das ist ja übelst praktisch. Ich habe ja nämlich kein eigenes PayPal-Konto und immer nur, wenn ich bei jemandem was gut habe, kann ich mir da was aufladen und so. Das ist ja gut zu wissen. Ich lebe hinterm Mond. Bitte abonniert mich alle bis 2030. Vielen Dank. Schickt mir Heftklammern. Vielen Mastern. Hab dich zum letzten Mal vor 2 Jahren geschaut auf YouTube, immer noch in derselben Bude. Ich habe auch nicht vor auszuziehen. Ich liebe diese Wohnung. Was sind denn das schon wieder für Sachen? Das ist auch so ein mieser Elektrikerbedarf hier.
Steht nur, dass es in Vietnam hergestellt wurde, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Gibt es noch Sachen, die du dir wünschst, die du noch nicht bekommen hast? Einen schönen Rim-Job. Big Flo, danke für die 100 Diamanten. Was ein geiler Stream. Erst Just Chatting, dann Designs und jetzt Amazon-Pakete. Plus Vieh im Chat. Was sind schon 200 Euro? Ich liebe dich, nur Homer. Henry, Finger weg vom Online-Casino. Aber ich hab dich auch sehr lieb, Bre. Ich weiß nicht, was das ist, aber es kommt aus Vietnam. Das ist Beton. Das ist kein Badesalz. Das ist keine Badekugel. Das riecht auch nach nichts. Na, was ist das? Das ist da locker das Urangestein, was der K.O. die ganze Zeit bestellen wollte. Junge, fickt euch alle, Alter, was soll denn die Scheiße? Hier ist ja auch nirgends eine Erklärung, was das ist. Es steht ja einfach nicht da, was das ist. Ich glaube, das ist das wirklich, oder? Das ist nicht radioaktiv, wenn das nicht angereichert ist, aber doch schwach radioaktiv. Das ist, Junge, ich weiß nicht, was das ist. Ich werde mich davon auf jeden Fall massiv distanzieren. Bitte kein Uran, danke. Alter. Junge. Mach mal Licht aus, dann siehst du es, Junge. Henry. Licht, es ist aus. Es ist. Junge, was soll denn das? Diese verdammten Autospiegel immer. Ja, das ist gut, Hector Panzer freut sich drüber. Kappa! Bitte keine Kernbrennstäbe, danke. Ui! Es gibt nie genug Cuttermesser. Schickt mir Cuttermesser! Kann ich an dieser Stelle nur mahnen. Co-Gamers. Fragt das bitte das Mädenvieh, der hat es mir zu Weihnachten geschenkt. Gruß von Sascha. Hallo Max, Reviewberg. Ich habe den Überblick verloren, wie viele unterwegs sind oder schon bei dir lagern. Es werden mehr, mehr, immer mehr, bis du sie endlich reviewst. Liebe von Pseudomonas. Ich werde niemals diese miesen, mageren Cuttermesser reviewen. Aber ich nehme sie immer gerne entgegen. Die sind nämlich heiß beliebt bei zahlreichen meiner Mitmenschen. Zeig es mal, dann sieht man das. Achso, ich habe das ja gar nicht auf. Maserati, vielen Arsch. Städte, Menschen, Landschaften. Kauft mir Landschaften. Gruß von der. Ich habe mehrere Y-Splitter da, brauche ich nicht, danke. Nein, ich wüsste nicht, was ich in einem Autokino soll. Außer ich werde die gesamte Zeit während des Films benuckelt. Ein Gruß von DRL. Betrachte die wertvollen Weltkulturerben mit Bedacht, mein lieber Freund. Von Maximilian Mossadberg. Ich distanziere mich ausdrücklich von diesem Nachnamen. Junge. Kauf mal Faultiere. Nein, Broken. Das sind wirklich schöne Fotos. Da bekommt man direkt Lust zu reisen. Junge, Chaot. Das ist genau der richtige Kalender für dich. Schickt mir Orang-Utan vor heute.
Ey, das miese Faultier. Schickt bitte weniger Faultiere, wobei ich mir vorstelle, so ein Faultier, was an so einem Lianengerüst hier die ganze Zeit rumklettert, das wäre eigentlich schon eine Feinsache. Das, ja, müssen wir mal mit der Artenschutzbehörde telefonieren. Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ja, Digga, so ein Ding. Ich habe mir einfach ein Bild von deiner Mutter ausgedruckt. Habe ich mir die Palme gewedelt und dann... Ach komm. Das ist alles so unlustig. Ich weiß es selber nicht mehr. Muss ich ehrlich sagen. Aber das macht mich schon wieder richtig matt. Ich habe versucht, die Art und Weise, wie Monte seine Witze aufbaut, zu adaptieren und es hat funktioniert. Junge, Alter! Was ist, wenn die Verpackung aus 100% Elefantenscheiße machen? Gruß von DRL. Das sind CDs. Alternative Browser bitte hier einfügen. Von Absendername. Das sind alternative Browser. Der Meister ist weiterhin unerreicht. Das. Jetzt bin ich froh, dass ich keine Packstation habe. Das ist richtig. Als Frau im Internet empfehle ich grundsätzlich nur Wishlists. Da gibt es nämlich feinste Unterwäsche. Zum Glück habe ich mich damals jahrelang in diversen Foren für eine 220 Kilo schwere Frau ausgegeben und habe jetzt den ganzen Keller voller 5XL Tangas. Das ist meine Rente. Grüße vom Mettvieh. Grüße zurück an das Mettvieh. Schickt mir Elfenbein, Junge. Bitte kein Elfenbein, danke. Bitte kein Elfenbein. Ich distanziere mich ausdrücklich von der Großwildjagd. Hey, hey, hey. Diese verdammt. Ist dieser Müll endlich ausverkauft? Schickt mir DN-Blind-LC-Adapter. Ja, dieses kleine Zeug, das macht mich wild. Wirklich, das macht mich richtig fertig, nervlich. David, danke für die 30 Bits. Geliebter Bruder, brauchst du noch 20 Tonnen Bauschutt? Okay, jetzt reicht's. Wirklich, jetzt drücke ich auf die Werbung. Ein Gruß von Clemens. Hat das Mädchen wie Alkoholikerhoden? Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde, aber ich finde es gerade sehr lustig irgendwie. Einfach viermal Werbung, ernsthaft? Ja, ich scheiß mir ein. Ja, für 30 Tonnen Bauschutt kann man das schon mal bringen. Also ich muss euch, glaube ich, nicht erzählen, wie man die Werbung bei Twitch wegbekommt. Das wisst ihr bestimmt alle selber. Kifftoff hat es hinbekommen mit dem Prime-Sub, vielen Dank. Und also, die habe ich schon für das halbe Jahr gelangt, geliebter Bruder. Big Flo, danke für die 100 Diamanten, was ein geiler. Ach, das ist einfach. Ach, Junge. Es ist so warm hier drin, Alter. So, viel Spaß und Erfolg mit dem Geschenk von Kochschinkenkoch. Man kann doch eigentlich auch nur diese Zettel mit den Aufschriften schicken und das ganze Zeug hier. Weiß ich nicht. So kommt das an. Schick per Klimaanlagen. Ein Gruß von Ben. Zum Nachmessen, du Schwein. Schickt mir Lineale. Schickt mir Su-Streaming.
Ach, das hat man da jetzt schon oft genug, den Mist. Wann kommt Sponsoring mit DHL? Junge, ich bin froh, dass die mich nicht bannen. Sag ich mal so. Kommt das Video vom Auspacken auf YouTube? Die gesamte Streamaufzeichnung kommt so, wie es ist auf YouTube. Wenn ich Lust habe, werde ich noch Timestamps hinzufügen. Alter, das geht aber ein bisschen zu weit langsam hier mit den Ausmalbüchern. Chaot, das erinnert mich an den Link zu der Hentai-Seite, die du mir gestern geschickt hast. Eigentlich ein wildes Malbuch. Junge, Junge, wenn ihr wisst, was der Mann so vorlieben hat, das ist echt, echt krank. Kappa! Es ist nämlich kein Mann. Meine Bewährungshelferin diesen Clip sieht, dann wird sie mir wieder ein paar Büroklammern zustecken. Haben Sie gut gemacht, Herr Herzberg. Sie haben Ihre Aggressionen bewältigt wie ein Mann. Sie waren Herr Ihrer Emotionen. Was bekomme ich für meinen Prime-Sub? Vance Abuser? Was wollen Sie denn haben? Da sind wir mal ein schönes Gegenangebot. Bitte nicht die Vance Abuser. Dann kommt das Video, wo du mit Gamel Pakete auspackst. Der Hund muss ich endlich mal gerade machen. Der war immer noch nie hier. Okay, das ist nur der Lieferschein. Vielen Dank für die Frischhalte-Frühstücksbeutel. Da wird sich die Mutti freuen. Das verdammte Abzweigdosenfederdecke. Oh nee. Alter Ronny Berger. Danke für den Host zurück. Es war letztens absolut episch, wie du in Stuttgart musiziert hast. Und vielen, vielen Dank. Ich habe heute eine Stunde mit euch nur gequatscht. Dann haben wir die letzten Designs ausgewertet, die mir die Community geschickt hat. Und jetzt packen wir hier kleine Pakete aus, weil ich so viel Kleinkram rumliegen habe. Das ist ganz amüsant. Eigentlich, ja. Hättest du dir einen schlimmeren Moment aussuchen können. Schick mir Salzbrezeln. Das klang gerade, als wäre die Tüte aufgerissen, aber egal. Man sieht immer noch den Edding. Ich war auch noch nicht duschen in der Zwischenzeit. Aber danke für die Erinnerung. Schickt mir Terpentin. Hätte ich eigentlich schon am ersten Abend machen können, aber man muss ja wenigstens noch die ganze Woche zeigen, dass man was für einen guten Zweck getan hat. Falls ihr euch wundert, warum ich hier Edding auf meinem Körper habe, am Freitag war ich zu Gast bei einem Livestream. Da hat man Spenden gesammelt gegen Krebs. Also die Spenden kamen sozusagen krebskranken Kindern zugute. Da waren 12 DJs, 12 Stunden Livestream bei Haus Kasper und jeder sollte sich halt was ausdenken, was man für die Spenden macht. Und ich habe halt gesagt, ja, dann schreiben halt die Namen von den Leuten, die was spenden. Mein Körper. Ja. Ein Gruß von DHL. Die köstlichsten Salzbrezeln nur für dich. Ja, eine Tüte kann man sich davon immer reinrendern. Wenn es nicht gerade 20 sind, dann ist es ein bisschen viel.
Übrigens, 5.500 Euro sind insgesamt zusammengekommen. War schön. Da hat man direkt noch ein Gefühl, was Gutes getan zu haben, während man sich völlig sinnlos zulaufen lässt. Das ist edel von dir. Ich war nur zu Gast. Das war nicht mein Stream. So, der Minori hat mich dort mitgenommen. War auf jeden Fall ein schöner Abend. Dieses verdammte Backpulver. Mach dich mal strafbar. Wie macht man sich denn am leichtesten strafbar, ohne dass es Konsequenzen hat? Junge, ich bin mal über eine rote Ampel gelaufen und da stand halt ein Polizist neben mir, ich habe den aber nicht gesehen. Der sagt so, kommen Sie mal zurück. Ist kein Witz jetzt, wirklich. Und da sagt er zu mir, was haben Sie gerade falsch gemacht? Ja, sorry, wegen der Ampel, hier kam doch nichts, habe ich so gesagt. Und er sagt so, ja, sehe ich das nochmal, sind es 5 Euro Bußgeld. Da musste ich so lachen, Alter. Ich konnte mir das Lachen nicht unterdrücken. Aber der hat sich zum Glück nie aufgeregt. Ja. Bitte, Black Falcon, bitte, Henry. Und bitte auch keine Anstiftung zur Straftaten im Chat. Jetzt ist mal hier kurz Feierabend. In der Fresse, Alter. What's happening to my body? Book for girls. Oh no, it's bleeding. It's all red. Oh no, what should I do? Und dann kommt der Onkel an und sagt, ach, kein Problem, ich kümmere mich. Bitte keine Auszüge aus meiner Jugend. Sehr geehrter Maximilian Regelblutungsberg, ich hoffe, diese Lektüre ist Ihrer Tochter in ein paar Jahren von großem Nutzen. Vielen Dank. Ich werde dieses Buch aufheben und falls es wirklich dazu kommt, ihr dieses auch aushändigen, falls sie denn mit 12, 13 Jahren ungefähr schon so gut Englisch kann, dass sie das auch lesen kann. Naja. Ui, das müsste der Sekt sein. Ja, ist es wirklich. Geil. City of Glass, Cassandra, Claire, Shadowhunters. Junge, was soll denn das? Feinste Literatur von Maximilian kann nicht lesen, Berg. Das ist ziemlich ausdrücklich. Ich bin der deutschen Sprache mächtig. Grüße gehen raus an Patrick Sing. So. Platz schaffen für den sehr, sehr mächtigen Mann. Was habt ihr vor? Na nix. Der Mann soll mal vorbeikommen. Ich habe nichts bestellt. Sieht's aus wie hingekackt und hingeschissen. Kann man doch keinen empfangen. Herr Seibt, Sie sind bereits zu hören. Bitte verstoßen Sie nicht gegen geltende Richtlinie. Sie sind live. Eine angemessene Begrüßung ist leider nicht möglich. Milchfett. Bitte nicht explosiv nach hinten lehnen, danke. Oh. Die Playboys. Ja. Die Playboys. Dürfen nicht vergessen. Kilo ist eine Lüge, das wiegt Axel. Nicht ich. Hallo?
Die werden nie weiterverkauft, die Ratten. Die werden nie weiterverkauft. Die sind alt wie unsere Väter. Ich will ja, was sie damit will, auch wenn die mir eine Million einbringt, heim und sich halt. Fickt euch. Oh, was wollte ich gerade sagen? Achso, wirklich, das ist geil. Das Erste, was du sagst, wenn du herkommst, ist ja die Playboys. Wir haben es gestern vergessen. Ah, das macht Wir hätten es gestern schon machen. Das ist Henry, wir haben uns gerade schon im Gang begrüßt. Wir sind heute Freigang. Ja, nee, ich komme gerade frisch aus der Fahrt Hannover. Ich darf wieder rausgehen. Oh. Ja, Franco, mache ich auch gleich. Ein kurzer Mast-Talk. Bitte eine Viertelstunde brennen. Eine Viertelstunde bitte Bratan. Bruder, bitte auf Ehre. Tipps zum Abnehmen. Dann bist du ja falsch. Ja, bitte keine Tipps zum Abnehmen. Es gibt gewisse Chatregeln. Ich wollte ja was anderes verstehen. Also, lass dich von irgendeinem reichen Bekannten in CLS 63 bezahlen und dann macht sich die ganze Scheiße schon alleine. 300 Kilo. Tja, menschliche Pudding. Franco, bitte kein Bodyshaming. Oh, der Gin ist wirklich sehr schmackhaft. Bitte mich nicht weiter verfetten, danke. Was geht denn heute noch? Sind die aus Leipzig noch da? Die wollten heute nochmal kommen und das Auto vom Käfer holen, aber ich weiß nicht, wann die kommen. Ich würde gerne ein bisschen was erleben. Ich bin nicht mit meinem Auto da. Das habe ich schon gesehen. Weißt du nicht? Ich hab das fast für den Käfer. Der hat's nicht verdient, aber halt auch. Das passt doch eh nicht da rein. Wo rein? Jetzt hängt die Bielefelder Luft. Auf keinen Fall. Oh, na gut, den Kosten kann man den Mist ja machen. Ich bin echt gespannt. Bielefelder Luft, was ist denn das? Das ist halt, warte mal, das, wenn ich schon mal dabei bin, mach ich das gleich. Das ist das hier, das ist alleine die Flasche. Die Haptik der Flasche sagt ja schon, das ist einfach nur, dass du blind wirst. Bielefelder Brennerei. Bielefelder Luft. Weizenkornlikör. Okay. Also. Drei Flaschen kosten 26 Euro. Drei kosten 26 Euro? Das ist ja eigentlich schon teuer. Ich weiß nicht, was das im Laden kostet, aber. Das ist doch der letzte klare Mist. Hat so einen leichten, weißt du, immer was? Geruch wie Luft. 32% hat es halt. Ich riech halt nicht, weil. Nee, du riechst Korn raus. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Pfefferminz mit Weizenkorn, bitte. Ja, du riechst den Korn raus. Du wirst den nur schmecken. Ich mag Korn eigentlich, aber. Ja, nee, aber mit Pfefferminz. Aber das trinke ich eigentlich nur mit Fanta oder sowas. Nicht gut? Doch. Also ich muss sagen, also die ersten 5 Sekunden merkt man nicht, dass es 32% hat. Das ist ja wie so 17, 18, höchstens 20%. Danach, also im Nachgeschmack, merkt man aber stark den Alkohol raus. Das ist jetzt nicht so geil, weil es auch schweinewarm ist in der Raumtemperatur. Aber das ist gefährlich, Alter. Davon kannst du ja richtig viel reinbechern, ohne dass du es mitbekommst, Alter. Also, ich bin positiv überrascht vom Geschmack. Und ich muss echt sagen, dass man damit definitiv selbst wenn man sich so zu 4, zu 5 eine Flasche teilt, schon ziemlich dick sein kann. Zucker pur, ja. Bah. Boah. Junge. Was ist das für ein Getränk? Bielefelder Luft. Das ist ja richtig, das ist ja pervers, Alter, das Zeug. Ringe Almnos! Ich hoffe, ich habe den Namen standesgemäß vorgelesen. Vielen Dank für die 5 Euro. Henry, bitte. Karobert, danke für den Bit. Ein Tampon, Lollipop, danke für die 190 Diamanten. Gib dem Schwein bitte einen feuchten Kuss von mir. Es ja, war relativ feucht. Schönen Feierabend.
Wie wäre es mal mit dem Gin-Verkostungsstream mit dem Vieh? Ein Stream wird es nicht geben, aber ein Video gibt es auf jeden Fall zu der Verkostung demnächst. Ja, warum immer für alles ein Stream? Junge, NWO Kong, das ist so ein geiler Name. Der Name ist ja längst überfällig, Alter. Der Name war ja längst überfällig. Der Name war echt längst überfällig. Wenn ich Durchfall haben will, kann ich auch Abführmittel trinken. Nee, es ist wirklich so. Ja, Met und Sanke. Sanke ist gut, aber Met kann mich unieren irgendwie. Ich hab noch nie Met getrunken. Met ist echt. Die NWO sieht alles! Henry, bitte. Ja. Sind Sie entspannt. Ja. Ah, war aber trotzdem an sich. Ich mach dich fertig. Eben. Genau. Benzeshow, danke für den 11. Resub übrigens. Und The Titan Play, danke für den 3. Guten Morgen, geliebter Bruder. Ich hoffe, dass du morgen mit deinem dünnen Freund einen Schneemann bauen kannst. Es ist draußen kalt. Ich war jetzt für 25 Grad halt gewesen. Ach so, vom Nordpol. Omega Lul. Das. Dann machen wir mal einen Hot Tub Stream. Also, weil der C63 da ist. Ja, die 300 Kilo kommen, da bist du die Wanne. Was denn, Alter? Was denn der CLS? Ist größer. Ich bin die Wanne. Wenn wir schon mal hier sind, so zahlreich. Ich würde dich ja gerne mal hosten, aber das ist ja gefühlt nie möglich. Ja, bitte, ich muss erstmal mein Setup neu aufbauen. Nee, bevor das Setup aufgebaut wird, folgt dir bitte mal diesem Mann. 1956 Follower sind es gerade. Mal gucken, was wir jetzt noch schaffen in der Zeit hier. Der Mann muss gefördert werden, damit er öfter streamt. Ich möchte. Ja, ich sag das meinem Setup und den Leuten, die mir eigentlich was machen wollten. Das ist alles egal. Du musst einfach nur hochkarätige Volkshelden einladen, wie Patrick Singh und dann. Auf keinen Fall. Dann läuft das von ganz alleine. Nein. Mit. Kappa! Danke, Kappa. Gib mir einfach nur das. Ja. Die Mods bannen gar nicht, sie löschen nur Nachrichten raus, damit wir nicht gebannt werden, wenn wir gegen gebannt. Die TOS. Hier wird nur gegen Echtgeld Timeouts ausgegeben. Genau das, Alter. Bei mir zumindest. Patrick Singh. Der hat einen Dauertimeout. Und jetzt folgt dem verdammten Mann. Wann gibt's den nächsten Stream? Ich will sehen, wie du es willst. Naja, Freitag habe ich frei, da habe ich ein bisschen was zu tun, da werde ich den Tisch umbauen. Ja. Ich muss die Füße da hinstellen. Das klingt doch gut. Genau das sehe ich. Und dann will ich die Kanzler positionieren und dann kann es sein, dass es Samstag ein Stream gibt. Abends irgendwann. Das gefällt mir. Na, wie viele von euch miesen Schweinen? 2030, da geht noch was. Also das kann ich mir nur so erklären, dass ihr alle dem Mann schon folgt. Alles andere ist absolut nicht legitim. Nee. Hinter dem 11-Monats-Sub ist No Message. Das ist unschön, aber. Sorry, Benze, da steht hier direkt No Message. Da kann ich jetzt nichts vorlesen, geliebter Bre. Oder ist das genau das, was du vorgelesen haben wolltest? Zockst du eigentlich auch was im Stream? Ich zocke nur Warzone, aber dann komme ich auch direkt damit online. Also. Du kommst, ja. Im Strahl. Mehr Federik. Und mehr Siminski. Ist das alles geistig. In der Fanpost. Das war nett. Erleben wir heute noch was? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist Montag. Es ist schönes Wetter. Ich will heute noch was erleben, Alter. Ich will heute noch was erleben. Ains Kisio! Danke für den Sub. Was nutzt du eigentlich für einen Browser? Opera GX ist das. Ei. Das wurde mir. Junge, der Feind wurde gerade gesichtet in der Bahn. Ich glaube, hier geht nichts mehr weiter. Ich hoffe, diese Nachricht ist legitim. Die zweite. Ja. So. Oh, mein Arsch tut weh. Ja, es kommt auch die Woche definitiv noch IRL. Definitiv. Wir verdammten Rappen! Das knallt alles rein bei der Wärme irgendwie. Ich
Ich habe wirklich kaum was gesoffen, aber dieser Gin Tonic und die Luft, die das ist alles nie gesund, Alter. Nee. Der Seib soll ein Paket auspacken, ne? Das kriegt man hin. Oh, ja, bitte keine Fanpost. Nee. Danke. Keine Fanpost im Stream, das ist alles. Nee, das ist momentan. Amazings, in der Tat. Ein Gruß von Yannick. Bitte das Verpackungsmaterial auftürmen und verbrennen, um die Umweltverschmutzung voranzutreiben. Ich distanziere mich von diesem Satz. Ich hätte jetzt eher so gedacht. Warte mal. So, nee, so ist das, glaube ich. So? Glaube ich. Ja, gut. Junge, was sind das für ein Müll, Alter? Chinesen. Adresse aufpassen, da steht immer die Packstationsadresse drauf auf den Paketen. Da kann man nichts liegen, geliebter Bre. So, Junge. Ja, wahrscheinlich. Junge, ist ein unfassbarer Dünsch. Echt jetzt? Nein, ich weiß es nicht. Das ist doch totaler Müll. Hier ist vor allem was anderes um. Hä? Das ist eine, aber das für die bist weh, das ist eine Schutzbrille. Was für ein Müll. Also das ist wirklich viel entspannen auf jeden Fall dafür. Habt ihr Herzprobleme? Ne, noch nicht, aber ich hoffe, die kommen noch. Alter, Jack, komm her und schenk mir ein, du Sau. Ist das alles geisteskrank, Alter. Junge. Er macht mich wirklich fertig. Warte mal, ich muss mal kurz einen Anruf tätigen. Oh nee. Ich werde jetzt schon wieder anrufen. Warte. Was ist das? Ja, warte. Es ist alles unnütz. Moin, hast du Suff zu Hause? Würdest du den auch im Fall eines Hostes konsumieren? Im Fall eines Hostes, das steht das Bier schon direkt vor mir, natürlich. Na dann, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, mein Lieber, bis gleich. Ich liebe Sie. Ich hoffe, du hast ein paar Mods am Start. Ah, Junge, das wird episch. Der Mann hat gerade genau zwei Zuschauer, das. Oh ja. Naja, Leute! Ich hab mir Mühe gegeben, für euch noch ein schönes Abendprogramm zu organisieren. Seid nett zu dem Mann und. Ich bitte überzeugt den Mann zu einem IRL-Stream zur Tankstelle. Bitte. Das wäre ein Traum. Also, ich muss mich wirklich für diesen wunderschönen Stream bedanken. Die Designs waren wieder mal geil. Das Gequatsche mit euch war geil. Das Auspacken war natürlich ein bisschen spanisch. Ach, Junge, dieser Mann. Jetzt viel Spaß beim Schmalzmeister. Jeder, der die YouTube-Aufzeichnung bis hier geguckt hat, der hat kein Leben und soll mir bitte mehr Brötli schicken. Ich hab euch alle unfassbar lieb. Bis bald, Rian. Ihr verdammten Schweine.